Für alle, die gänzlich neu bei der Brückenbauer-Community jetzt hier angekommen sind und das die erste Veranstaltung der Natur ist, das gibt es jetzt bald 3 Jahre. Antje und ich haben das damals eigentlich als Einmal-Workshop ins Leben gerufen und daraus ist tatsächlich eine Community geworden und ja ein Format, was wir so alle 2 bis 3 Monate wiederholen, das heißt ein Praxisaustausch, ein ExpertInnen-Austausch gemeinsam. Und für 2 Stunden zu einem Thema, meist mit einem sehr spannenden Gastspeaker oder einer Gastspeakerin. Heute haben wir den Ralf dabei, weil wir, und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und heute haben wir es mal ganz originär als Punktlandung, Agilität mit Projekten und New Work verbinden wollen. Das ist die Idee dieser Gruppe und möglichst auf bewährtes Best Practice, praktisch angewandte Beispiele eingehen wollen und nicht uns in der Theorie verlieren wollen. Und ihr seid eingeladen, euch jederzeit mit einzubringen. Ich starte ganz kurz mit einem Überblick hinsichtlich Definition. Worüber reden wir eigentlich? Das ist deswegen wichtig, weil wir hatten erst vor 2 Sessions war es eine sehr späte Erkenntnis, worüber wir, als wir über Selbstorganisation gesprochen haben, hier eigentlich per Definition sprechen. Und die Erkenntnis kam zu spät und hat vorher für sehr viel Verwirrung gesorgt oder Unverständnis oder aneinander vorbeireden. Deswegen gönne ich mir die kurze Schleife zur Begriffsdefinition, bevor ich dann an Ralf abgehe und er durchstartet mit dem Thema, wie macht man das jetzt? Das beides kombinieren. Ich wundere aber auch nur das Problem. Gut, und dann werfen wir all unser Wissen zusammen. Und wenn jemand etwas hat, einfach reinspringen. Ich habe nie ein Thema, wenn man mich unterbricht. Mein größeres Thema ist, wenn wir irgendwas dann auslassen, was euch unter den Nägeln brennt, irgendeinen wichtigen Punkt übersehen oder vergessen oder overrulen, lieber einfach mich unterbrechen, reinfahren in die Parade. Wenn euch das irgendwie unangenehm ist, nehmt den Chat, den haben wir auch immer ein bisschen im Auge, dann können wir das rein moderieren. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum Kombinieren von Projektmanagement und Agilität, den Herausforderungen, Fallstricken. Und Frage Nummer 1 ist natürlich, wahrscheinlich habt ihr das für alle, ihr einzeln, jeder für euch schon selber beantwortet, warum das überhaupt relevant ist, sonst wärt ihr nicht hier. Doch ich glaube, es gibt einen ganz signifikanten Grund. Die ELA wird ihn gut kennen, weil die kennt die Zahlen von der GPM, die sie 2017 und am Jahreswechsel 2019-20 erhoben haben. Und zwar haben sie da gefragt, eine ganze Menge Unternehmen, in welcher Form setzen sie denn agile Methoden in ihrem Tätigkeitsbereich bei der Durchführung und Planung von Projekten und Entwicklungsprozessen ein? Und rauskam, was sie differenziert haben, die Antworten, entweder durchgängig agil, Hybrid, sie mixen das, selektiv, entweder oder, sie haben ein Portfolio und machen es mal so, je nach Projekt, oder durchgängig klassisch. Und die Pizza sah 2017 noch so aus. Und ihr könnt euch das nachher alles im Detail angucken. Ich gehe einfach mal auf die 37% hier ein. Das ist nämlich der hybride Anteil. Und aus dem wurde 2019, 2020 43. Das sind 6% Steigerung in nur wenigen Jahren. Scheint also eine Bewegung zu geben. Ich will es noch gar nicht so richtig Trend nennen, auch wenn ich so viel Sand in der Überschrift mehr mache. Ich glaube, Mathematiker würden mir auf den Fingern hauen. Eugen macht es vielleicht für einen Trend, glaube ich. Ich brauche mal 3 Punkte wenigstens. Doch da sehen wir eine Bewegung, eine Entwicklung hin. Und wo das abnimmt, wo das zunimmt, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber es zeigt, in der Praxis ist das offensichtlich die gängige Art und Weise, Projekte zu wuppen, dass wir das, wie wild auch immer, miteinander mixen. Und wie das genau geht, wie man das machen kann, da scheiden sich ja gerne mal die Geister und da hängt sich auch schnell Spreu von Weizen ab. Dazu erzählt Ralf nachher noch ein bisschen mehr, dann tolle Vorgespräche. Wir beschäftigen uns heute, das ist die Überschrift für die ganze Session, was ist hybrides Projektmanagement und wie geht das jetzt? Und ich habe schon angekündigt, kurz mal zur Begriffsdefinition und Einordnung, damit wir über das Was nicht später stolpern. Idee ist,
wir konzentrieren uns jetzt gar nicht so sehr auf Definitionen aus irgendeinem Lehrbuch, sondern überlegen mal, was ist die zentrale Aufgabe von einem Projekt, Projektmanagement oder einer Projektmanagerin und der Agilität. Und die Antworten, die ich geben würde, wäre, ein Projekt hat die zentrale Aufgabe, ein Ziel zu erreichen. Dafür setzen wir Projekte an. Dafür müssen sich alle angucken lassen im Projekt, dass das gesteckte Ziel, welche Anforderungen auch immer dahinter stecken, erreicht wird. Darum geht es im Kern, meiner Meinung nach. Und das Projektmanagement ist dafür da, aufzuzeigen, wie wir sicherstellen können, dass wir dieses Ziel auch tatsächlich erreichen. Und dann entstehen da alle möglichen wilden Pläne und Charts und so weiter und so fort. Und die werden auch dafür angeguckt, dass sie das Ziel erreichen. Nicht, dass sie besonders nett sind oder dass sie es in einer ganz bestimmten Methode machen, sondern die Sponsoren oder und Kunden sind interessiert, dass das, was wir uns vorgenommen haben, das, was vielleicht auch die Unternehmensstrategie vorgegeben hat, operativ dann umgesetzt und ins Ziel gefahren wird. Und die Agilität wieder ganz auf Metaebene als zentrale Aufgabe hat es, Anpassungsfähigkeit herzustellen, zu ermöglichen, sicherzustellen. Da können wir jetzt die Verben austauschen, aber es geht im Kern darum, nicht Scrum und nicht Kanban und nicht all die anderen Buzzwords, sondern erstmal Anpassungsfähigkeit. Das ist im Kern dessen Aufgabe. Und heute geht es dann also darum, wann brauchen Projekte Agilität und wann braucht Agilität Projekte. Und am liebsten, ich werde ein bisschen mitschreiben, ist mir, dass wir am Ende diese Seite hier sehr easy komplettieren können und vielleicht dann noch den einen oder anderen O-Ton und Chart, und ihr könnt auch nachher wild teilen, wenn Ralf seinen Teil beigetragen hat. Wenn ihr irgendwelche Charts habt, nehmen wir das alles mit rein und stellen das dann zusammen. Das würde mich freuen, wenn wir darauf Antworten finden. Das ist der Anspruch heute. Genau. Und auch zur Abgrenzung, zur Definition gehört immer eine Abgrenzung. Worüber möchte auch ganz speziell ich heute nicht reden. Beides ist in meinen Augen, also Projektmanagement und Agilität, völlig sinnlos und die Mühe nicht wert, wenn wir keinen Spielraum haben, um Entscheidungen zu treffen und zu gestalten. Deswegen setzen wir heute mal alle miteinander voraus, dass wir Spielraum zum Entscheiden und Gestalten haben. Wir können beschließen, ob was agilisiert wird oder Projektmanagement um agilen Kern drumherum gebaut wird oder das irgendwie verzahnt verklingt wird. Also wir können richtig abspinnen heute. Auch ist das alles sinnlos, wenn wir nicht über die Ressourcen verfügen, um Ziele zu erreichen oder die Energie aufzuwenden, um Veränderungen herbeizuführen. Auch das setzen wir voraus. Wir haben das alles, was wir brauchen. Mir geht es wirklich nachher darum, dass wir um das Wie keinen Bogen mehr machen können, sondern uns nicht über Mindset festhalten oder sonst was, sondern machen, tun. Und dazu braucht es natürlich auch Bock, Wille, Lust. Den setzen wir jetzt auch mal voraus, weil wenn niemand Lust hat, agil zu arbeiten, niemand Lust hat, ein Projekt zu wuppen, dann müssen wir uns auch darüber nicht unterhalten. Das sind mal so die Prerequisites an der Stelle. Sind für dich Ressourcen und, Menschen? Sag nochmal, Ressourcen Menschen, nein, nicht ausschließlich. Okay. Im psychologischen Begriff sind Ressourcen all die Dinge, die Quellen von Energie, positiver oder negativer, ist jetzt erstmal bewusst, das können deine eigenen Stärken sein. Ja, ich wollte nur darauf hinaus, jedes Mal, wenn jemand das Wort Ressourcen für Menschen nimmt, stirbt irgendeine Katze, deswegen machen wir weiter. Ups, okay, nein. Auch Frust kann eine Ressource sein, Angst kann eine Ressource sein, irgendein Mangel kann eine Ressource sein, genauso wie eure Magic Project Skills, die ihr so anwendet tagtäglich. So, und damit würde ich sagen, können wir uns auf die praktische Anwendung konzentrieren. Wie gelingt uns jetzt das Wie? Und genau dafür haben wir den Ralf eingeladen, die Antje und ich. Und damit würde ich auch an dich übergeben, Ralf. Ich stoppe den Screenshare und du schnappst ihn dir. Ich versuch's. Bitte warten. Seht ihr mich? Ja, beides, ja. Präsentation und dich davor sitzen. Werde ich als euphorisches, ja, genau. Ich habe das mal vorbereitet. Ich finde das Thema sehr spannend, vor allem, weil mich halt umtreibt, wie agil kann Projektmanagement sein und worauf kommt es an, damit es funktioniert.
Weil ein Thema, was mir was ich halt sehr wichtig und sehr spannend finde bei dem Thema ist, jeder von euch ist doch ein Pragmatiker hier, oder? Jo. Werde ich als euphorisches Ja. Wir haben hier keine Dogmatiker, oder? Ja. Siehst du. Aber ich finde das nur ganz spannend, da halt drauf zu gucken, dass solche Sachen immer dabei mit reinspielen, weil am Ende gehe ich davon aus, dass ihr häufig drauf guckt, dass ihr sagt, wir müssen das tun, was funktioniert. Und die Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, kommen halt auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung, meiner Praxis, weil ich helfe jetzt seit über 12 Jahren mit agilen Ansätzen, um ihnen dabei zu helfen, dass es funktioniert, genauso wie einige von euch Projektmanagement benutzen, um zu gucken, dass es funktioniert. Aber tatsächlich ist der Maßstab für mich nicht die Methode, sondern die Methoden, die Motivation für Methoden, die ich einsetze, ergeben sich immer aus dem, was wir erreichen wollen. Weil das, was ich häufig rund um den agilen Bereich sehe, und ich glaube, das wird der ein oder andere auch, um das nochmal offline zu nehmen, ich erlebe sehr viele, dass Leute über die Schönheit von irgendwelchen Methoden reden und ganz ehrlich, die Konsequenz von der gewählten Methode ergibt sich immer aus dem Kontext, in dem wir agieren, was wir damit erreichen wollen. Das heißt, es geht nicht um Dogma. Dogma ist immer, mach das genau so und dann wird es irgendwann Gold regnen. Während für mich Konsequenz halt aber der Punkt ist, was ist der Kontext, in dem wir uns bewegen? Wie stellen wir uns dazu konsequent auf, um das zu erreichen? Dass halt eben nicht darum geht, alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles ist immer gut. Genau, aber wie komme ich auf den Hintergrund? Also, müssen wir weitermachen, ne? Funktioniert das gerade? Ja. Ne, die Animationen sind kaputt. Na gut. Also, ich habe vielleicht zum Hintergrund zu mir, wie gesagt, ich mache das eine Weile, ich mache Sachen mit Scrum, Kanban, OKRs, was auch immer ich da finde. Ich habe 2010 die erste große internationale Transformation mitbegleitet, wo über 1000 Leute auf einem Produkt waren, in 5 Ländern zum Beispiel, habe ich nicht alleine gemacht, aber mit anderen. Habe aber auch kleinere Firmen mit begleitet bei Agilität. Also wir reden hier nicht darüber, dass ich jetzt allein aus einer einen Teamsicht komme, habe aber gleichzeitig, weil ich viele Sachen, die nicht gut funktionieren, auf der einen Team-Ebene und wo Leute sagen, das ist doch alles ganz easy mit diesem Scrum. Und das habe ich so oft gehört, dass ich dann Anfang 2020 einen Podcast gegründet habe, weil mir das ging mir so auf den Zeiger, weil dafür, dass das so gut läuft und wir über Leadership, Skalierung und was auch immer reden müssen, ich irgendwie immer in die Firmen reingelaufen bin, wo das noch nicht so ganz gut läuft. Deswegen habe ich gedacht, einen Podcast zu machen als Zugang dafür, wie man die Intention rausarbeitet. Wie ist es, was ist die Intention mit den Elementen? Wie können die dabei helfen, um dabei einen Anstoß zu geben? Weil vielleicht bin ich in den falschen Firmen oder wir haben da in der Breite sehr viel Schmerz und Dysfunktion, sodass man das halt ausgestellt hat. Was ich ansonsten auch noch gerne mache, ist irgendwie, eigentlich hasse ich Spiele, also so Lernspiele, finde ich ganz furchtbar, aber ich habe irgendwie 2 entwickelt. Eins ist, das kann man ein Pizzaspiel, das andere ist eine Remote-Scrum-Simulation, die werden relativ gerne genutzt, weil ich glaube, an einigen Stellen, wenn man neue Sachen lernen will, ist es wichtig, dass man die erfahrbar und erlebbar macht, weil es gibt immer auch Anteile, die man sehr schön aus dem Tun lernen kann und es gibt andere Anteile, die kann man im Podcast hören und irgendwie brauchen wir beides. Und die weiteren Punkte, die vielleicht noch ganz nett sind zu wissen, ich bin Vater, also für die, wenn ich Leute irritieren will, wenn ich irgendwelche Kunden begleite, was ihr da seht, das sind meine Kinder, das sind 2x Zwillinge. Für die, die sich fragen gerade, wie man das zählt, das sind 4, also 2 Batches. Ne? Man lernt von einer Runde zur nächsten dazu. Genau, also das ist so ein bisschen mein Hintergrund, wo ich herkomme. Vorher habe ich Projektmanagement vor allem immer solche Sachen erlebt als Softwareentwickler und wie ich es halt selber versaut habe. Deswegen hoffe ich auch, zu solchen Sachen von euch vielleicht zu lernen, wie es geht, weil bei mir hat es immer nicht funktioniert. Aber das kann vor allem wahrscheinlich auch an mir gelegen haben. So. Die Frage von dem, wie Agilität und Projektmanagement zusammenpasst. Achso, ich bin auch noch irgendwie Zertifizierungstrainer und so Zeug halt. Aber ich habe irgendwann mal vor 7 Jahren oder wann habe ich 2 Leute im Training drin gehabt. Die haben eine Firma, die Projektmanagement-Trainings anbieten. Und die haben gesagt, ja, wir sind sehr soft-skill-orientiert und und wir sehen die Punkte auch so, dass gerade der Mensch im Fokus steht und tralala und wir sollten aufbauen von deinem Training, finde ich spannend, aber man kann in der Agilität auch viel vom Projektmanagement lernen. Lass uns mal austauschen, ob wir da zusammen nicht auch daran arbeiten können, vielleicht ein hybrides Projektmanagement-Training aufzubauen. Also so gesehen, seit 7, 8 Jahre her, es ist eine Weile her, beschäftigt mich dieses Thema. Die Quintessenz übrigens von dem ist ganz spannend. Ich brauchte kein hybrides Projektmanagement, aber da kann ich am Ende nochmal drauf zurückkommen, weil tatsächlich der Punkt dahinter der war, wie stellen wir uns Konsequenz in einem Kontext auf und ich erwarte von jeder agilen Insel auch, dass sie, jede agile Insel im Konzern muss in gewisser Weise von Leuten auch als hybrid bezeichnet werden. Ich nenne das nur eine agile Insel, die gut aussagefähig ist, damit da irgendjemand draußen seine lustigen Pläne aktualisieren kann und man das zusammen hinkriegt.
Genau, auf jeden Fall kamen da einige Fragen draus auf, die mich seitdem beschäftigen. Und da hoffe ich hier heute von euch so ein bisschen auch im Austausch weitere Antworten zu kriegen. Das sind so kleinere Fragen wie, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen zum Start? Weil Agilität, wenn wir uns das gleich weiter angucken, ist halt vor allem Lernen. Und wenn wir blöderweise viele Entscheidungen treffen, wäre jetzt meine Frage, wie kriegen wir es hin, dass wir uns das Ganze nicht verbauen? Die zweite kleinere Frage, die mich umtreibt, ist, Deadlines erzeugt, ich weiß, der ein oder andere liebt hier Termin setzen, weil das sorgt für so einen kleinen Akzent und so, aber Termine machen meisten Menschen auch dazu konform, dass sie diesen, auf diesen Termin gehen und das hemmt so ein bisschen Offenheit. Und wenn ich halt lauter Zombies habe, die im Termin hinterherlaufen, dann ist das mit der Zusammenarbeit und der Offenheit halt eher so wie beim Berliner Flughafen. Gleichzeitig der Punkt, den ich auch, wo ich mich frage, wie verhindern wir Absurdität, weil ich habe hohen Respekt vor gutem Projektmanagement im richtigen Kontext und möchte halt eine Konsequenz hinter haben und möchte ich sagen, aber das ist doch gar nicht agil, weil wenn ich ein gutes Projekt habe, wo das vom Kontext her drauf hat, dann will ich das in aller Konsequenz sehen. Wenn ich aber einen Punkt habe, wo ich an Grenzen stoße, dann stellt sich mir auch die Frage, wo sind wir dabei, dass wir sagen, ach, komm, keine Ahnung, irgendwie, den wir hier im Training drin haben, suche ich mal meinen Namen raus, komm, Patrick, wir zusammen setzen uns jetzt mal hin. Und zum Beispiel, wo wir das versucht haben, dieses hybride Training zu planen, haben wir dann agile Rollen und dann alles, was aus dem Projektmanagement zusammen nochmal drumherum gepackt, damit das doppelt so viel wurde, damit es halt auch schlanker wird. Also war ein bisschen scheiße. Und das sind so Sachen, wo man dann halt drauf gucken muss, damit man das dann zusammenpackt, guck mal, man kann es zusammenstecken, wird es dann halt auch irgendwann schwachsinnig. Ne? Also so gesehen, da hoffe ich mir, dass wir nachher im Austausch nochmal mit reinkommen. Und ich habe ehrlich gesagt zu einigen Sachen ein paar Sachen mitzugeben, was ich da erlebt habe. Aber ich habe nicht die Antwort auf die Frage, weil ich an einigen Stellen auch manchmal sehe, wir müssen aufpassen, dass wir keinen Blödsinn machen. Weil zu sagen, wir machen alles agil, weil das gerade trendig ist, schwierig. So, deswegen die Frage, wann ist gestern um eins entstanden, also nachts, wann ist die Kombination sinnvoll, hatte ich ja schon gesagt. Jetzt kommen so ein paar Glückskeksweisheiten, die ich mit reingeben wollte. Also mir ist dabei auch kein Ansatz heilig, hatten wir auch schon gehabt. Kein Ansatz passt immer und dafür habe ich nochmal ein Bild mitgebracht. Das hier ist der Hoover-Damm. Ein maßgebliches Managementwerkzeug, was beim Hoover-Damm eingesetzt wurde, war ein Gantt-Chart. Finde ich toll. Finde ich auch toll, was man mit dem Gantt-Chart so bauen kann. Ich frage mich allerdings, ob so ein Dings, mit dem man irgendwie so ein beeindruckendes Bauwerk mit Steinen baut, unbedingt das, der gleiche Ansatz sein muss, den wir in der Digitalisierung nutzen, um den zu gestalten. Das ist so einfach so der Punkt, den ich dabei mit drin sehe. Vielleicht ist das auch so, dass bestimmte Werkzeuge für alles gut gedacht sind. Ich glaube aber, wir müssen uns an einigen Stellen immer wieder auch drauf gucken, dass wir immer wieder auch uns fragen, welchen Zweck hat etwas, wo uns das bei hilft und wie hilft uns das dabei, weiter dort reinzukommen. Und da habe ich beim Gantt-Chart übrigens, kennt jemand den Ursprungsnamen vom Gantt-Chart? Also der Herr Gantt war ja kein Egomane, ne? Also der hat das nicht Gantt-Chart genannt, das hat man später gemacht. Wisst ihr, wie Herr Gantt den Gantt-Chart genannt hat? Nein? Kommt schon, ihr müsst doch irgendwie die Beipackzettel mal gelesen haben, ansonsten seht ihr die Nebenwirkung nicht. Okay, das Ding hieß Ressourcenauslastungschart. Wenn ihr jetzt in Firmen reinlauft an der Stelle und euch fragt, warum haben wir eigentlich bei uns in der Firma nur überlastete Mitarbeiter? Und dann setzt ihr irgendwelche ab von Ressourcenauslastungschart ein. Denkt selber drüber nach. Könnt einen Zusammenhang geben. Und wenn ihr dabei Sachen mit drin habt, die dort mit reinlaufen, kann es halt immer sein, dass bei manchen Leuten plötzlich die Ressourcenlastung wichtiger ist, als das Ziel zu erreichen. Und je komplexer und ambitionierter es wird, haben wir da Probleme. Wenn man es im Griff hat und kein Problem hat, ist es okay. Aber die meisten Firmen, mit denen ich zu tun habe, haben mehr Projekte als Mitarbeiter. So gesehen würde ich sagen, haben wir da an vielen Stellen ein Problem. No? So viel zu dem Spaß. Genau, gibt es viele Quellen von Missverständnissen, die dabei reinkommen, weil am Ende möchte ich konsequentes Projektmanagement genauso sehen, genauso wie die Frage, ja, einige fragen sich, was, die scheiß Bilder gefunden in diesem Internet? Sind frei verfügbar und wenn man die Folien nach 12 baut, werden sie immer besser. Aber das ist halt der Punkt dabei, dass mir wichtig ist, dass wir sagen, was ist der Kontext, in dem wir agieren? Was zeichnet der aus? Wie stellen wir uns dazu aus und nicht, wie schieben wir zum Beispiel zwei Rollenmodelle zusammen und glauben, dass das was Schlankeres wird? Oder machen das agil des Agilwegens? Auch nicht so schön. So, dadurch, dass die Animationen nicht gehen, was ich gedacht habe, habe ich wieder auch Sachen dazugelernt, aber als ich überlegt hatte, wie ich das zusammenbaute, wollte ich erst Agilität zusammen hier drauf betrachten, habe aber dabei allerdings festgestellt, dass das manchmal so ein weichgespülter Begriff ist, dass keiner mehr weiß, was das heißt. Deswegen habe ich mich jetzt hier bewusst erstmal auf Scrum bezogen, wohlwissend, dass es auch noch Kanban und andere Ansätze gibt und es nicht der einzige agile Ansatz ist. Aber die spannende Frage, wo passt sowas wie Scrum und wie hilft Scrum hier?
ist eine sehr spannende. Weil, wenn ich relativ gut überschauen kann, was ich tun kann, brauche ich erstmal gar keine Methode. Also wenn jemand von euch einen platten Reifen hat, erwarte ich nicht, weder, dass ihr anfangt, irgendwie eine Work-Breakdown-Struktur zu machen, noch, dass ihr anfangt, in irgendwelchen Iterationen oder Retrospektiven zu laufen, weil ich glaube, dann habt ihr die Kontrolle über euer Leben verloren. Sondern, dass ihr einfach das Handbuch nehmt oder dass ihr den ADAC anruft, weil das für jeden offensichtlich ist. Dann gibt es halt eben ganz bewusst halt eben auch Bereiche, wo wir sagen können, da haben wir Unbekannte mit drin. Das ist so der trickige Part, glaube ich, häufig zwischen Projektmanagement und Agilität. Wir haben ja auch im Projektmanagement und vielen anderen Methoden, haben wir Unbekannte mit drin, in denen wir agieren. Wir können sie aber meistens im Vorwege, wenn wir aufplanen, zumindest halt irgendwie greifen damit, wenn sie in unsere Planungstools reinnehmen. Zum Beispiel, dass wir dann so Risikomatrizen aufbauen, können wir sagen, haben wir die Sachen im Blick. Und ich glaube, das ist gut und es ist auch wichtig, an vielen von den Stellen sich zu fragen, macht es da Sinn, agile Elemente aufzugreifen oder eben nicht? Ich glaube, es gibt ein paar Stellen, wo ich persönlich den Mut habe, auch zu sagen, warum? Und wenn es keine gute Antwort gibt, außer das macht man halt so, würde ich es persönlich lassen. Weil ansonsten erzeugt es einen unnötigen Overhead. Aber es gibt genauso auch den anderen Anteil, dass wir in vielen Firmen den Punkt dabei haben, plötzlich haben sie mehr Mitarbeiter, haben mehr Kunden, anspruchsvollere Kunden, Angst vor der Digitalisierung oder wollen die Digitalisierung überleben oder andere Kleinigkeiten, die so auftauchen. Und sie sorgen dann dafür, dass irgendwie plötzlich die Welt das durchaus auch sportlich macht. Wobei Sportlichkeit ja immer nicht ganz alleine über Größe ist, weil der Hoover-Damm ist ja schon beeindruckend groß, aber nur Steine. So, jetzt ist der Punkt dabei, wenn wir einen schleichenden Anstieg haben, dass die Sachen anspruchsvoller und anspruchsvoller werden, dann brauchen wir vor allem neue und andere Methoden aus einem Grund. Das Alte stößt an seine Grenzen. Ansonsten würde für mich persönlich gelten, ich habe keinen Grund, was zu ändern, wenn es läuft. Wie äußert sich das, wenn wir Sachen aufplanen und wir an unsere Grenzen stoßen? Dann ist es ja meistens so, dass wir zum Beispiel irgendwie bei den Anforderungen, bei den Technologien, bei den Vorgehensweisen, da haben wir Punkte dabei, Mensch, das ist jetzt ja plötzlich anders als gedacht. Die ersten Projekte, die sowas wie Scrum aufgegriffen haben, waren so Sachen gewesen wie so das Bauen von einem Druckertreiber oder sowas. Ne? Also und das Coole, wenn man auf solche Sachen drauf guckt, ist, ein Druckertreiber früher war was voll Cooles. Also ein Drucker war ja in den 80ern sowas wie, das war ein Gerät mit einer Art Papier, mit einer Schriftart, mit einer Farbe, mit einem Kabel, mit einem Betriebssystem, das war cool. Und heute ist das ja alles das halt noch ein bisschen mehr und eigentlich ein Server, der aus Versehen noch drucken kann. Und das führt dann halt an der Stelle, dass so viele Möglichkeiten dazu kommen, dass wir plötzlich bei solchen Sachen etwas entsteht, wo wenn wir anfangen, was zu tun, wir wollen ja ins Tun kommen. Zum einen haben wir manchmal Angst, dass wir starten, dann dauert es zu lange, dann haben wir andere Wettbewerber drin, also Grüße an Nokia, keinen interessiert, dass wir das vierte Smartphone gebaut haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Sachen mit drin, wenn wir dann im Tun drin sind, wollen wir auch nichts falsch machen, wenn was passiert. Und plötzlich ist man so Situationen drin, dass man anfängt zu arbeiten, nach links geht, nach rechts geht. Nee, also wir korrigieren jetzt nochmal die Anforderungen. Das ist ja falsch jetzt, das will ja keiner. Nee, die Technologie könnten wir ja auch besser machen. Und plötzlich hopst man hin und her. Ich glaube, das kennen auch viele von euch, oder? Weil das ist so der Punkt, wenn man viele sprunghafte Sachen hat, wo man versucht nachzusteuern, kann man irgendwann bei diesem Anstieg an Komplexität ja tatsächlich relativ gut auch reinlaufen und sagen, wir sind so oft hin und her gehoppelt, dass wir nirgendwo rausgekommen sind. Und genau dieser Punkt ist der Punkt, wo man eigentlich anfangen wollte, Scrum zu nutzen. Also das heißt, wenn ihr Situationen kennt, also ich wollte jetzt nicht zu viel Definitionen machen, aber wenn ihr Situationen kennt, wo ihr sagt, Mensch, was habe ich denn eigentlich die letzte Woche geschafft, in dem, wo wir so viel hin und her gesprochen sind, das ist der Punkt, wo Leute gesagt haben, warum brauchen wir eigentlich sowas wie Scrum? Weil man da gesagt hat, wir kommen nicht hin zu der Sache, die wir mal aufplanen können, weil es ist so viel Dynamik drin. Dass man gesagt hat, es geht nicht, wir kriegen es nicht in einem Vorwege, die Sache klar zu kriegen, dass wir anfangen. Und da hat man sich eigentlich bei Scrum, die genial einfache Idee ist relativ einfach, sie ist nämlich, wenn wir nicht vorher das hinkriegen, dann gehen wir es anders an. Und das andere Angehen heißt, wir gucken auf unseren Druckertreiber, nehmen uns eine Funktionalität raus, dampfen sie auf was runter, was wir in 2 Wochen oder was tun können. Also machen das Wie einfacher, machen das Was einfacher und sagen, scheiß drauf, wir ziehen es durch. Wissen zwar, dass das nicht perfekt sein wird, / falsch, und gucken dann aufs Ergebnis, haben aber dann wenigstens was in der Hand, wo wir drauf gucken können und nachsteuern. Also das ist eigentlich die Kernidee an Scrum. Übrigens die in 2/3 der Scrum-Teams auch falsch läuft, weil die machen eigentlich einen Wasserfall mit einem Kringel in der Mitte und wundern sich, dass sie keine besseren Ergebnisse kriegen. Also nur da so. Aber der Punkt dabei ist der, wenn wir so ein Ergebnis schaffen, können wir es halt in die Hand nehmen, können fragen, was fehlt diesen Dingen noch? Ja, das. Haben wir plötzlich ein anderes Gespräch. Ist das überhaupt das Richtige? Ja, nö. Aber wenigstens können wir es nachsteuern. Und wie haben wir uns in der Gruppe zusammengerauft? Also es geht halt maßgeblich bei agilen Methoden, insbesondere jetzt auch bei dem, was ich jetzt bei Scrum gesagt habe, geht es darum, wenn ich es im Vorwege Kraft meines Geistes nicht aufgeplant kriege oder ähnliches, wie schaffe ich es aggressiv aus Erfahrung zu lernen? Macht Sinn?
werde ich als euphorisches Ja. Aber das ist dann der Punkt dabei, wenn wir gleich nochmal auf das mit dem Aufplan drauf gucken. Aber eine andere Sache, die ganz witzig ist, ist, kennt ihr so Sprüche wie, wenn wir nicht einen klaren Verantwortlich haben, wenn wir keine klaren Verantwortlichkeiten haben, dann ist hier niemand verantwortlich. Wir brauchen einen, der den Hut auf hat. Kennt ihr. Oder? Der ein oder andere hat das von einem Freund von euch bestimmt schon mal gehört. Jetzt ist der Punkt dabei, Scrum hat maßgeblich zwei Research Papers aufgegriffen. Eins hat aufgearbeitet, wie sie bei Borland sich angeguckt hat, wie sie Rollen definiert haben und sich dann gefragt haben, wie sie das Produkt erfolgreich hingekriegt haben. Die Pointe ist, weil sie die Rollen ignoriert haben. Weil wenn wir ein diffuses Umfeld haben, wo viel Dynamik ist, ist die Klarheit von mir. Wenn für mich klar ist, was ich mache und Axel klar ist, was er macht, dann haben wir beide ein Problem. Was ist, wenn was Neues kommt? Also das heißt, durch klare Rollen definieren wir eine kollektive Nichtverantwortung in der Komplexität. Das heißt, wir brauchen andere Vorgehensweisen, wo wir dabei hingehen und sagen, wie schaffen wir es, dass wir uns zusammen etwas vornehmen, drauf gucken, ob wir es im Griff haben und nachsteuern, weil wenn wir meins und deins machen und plötzlich was Neues kommt, haben wir ein Problem. Deswegen hat man in Scrum gesagt, es gibt keine Hierarchien und Subgruppen zum Beispiel, ganz bewusst, weil man sagte, dazu wollen wir uns aufstellen, wir schaffen einen Rahmen, dass wir mit einer gemeinsamen Verantwortung arbeiten, was fundamental anders ist als wir definieren klare Rollen und Verantwortlichkeiten. Das muss man sich einfach bewusst sein. Scrum übrigens mit klaren Verantwortlichkeiten ist sowas von schlimm, weil das so dysfunktional und schmerzhaft ist. Falls das jemand von euch gemacht hat, Grüße, tut weh. Aber genauso gibt es natürlich auch Kontexte, wenn ich nicht so einen Rahmen habe, wo Leute gemeinsam Verantwortung übernehmen können, ist es natürlich fahrlässig, das zu tun. Also das ist ein Problem, was wir haben, gerade wenn wir sagen, aber Ralf, wir wollen doch ein Vorgehen haben. Wenn wir aus einer Einmaligkeit heraus agieren, dann müssen wir doch am Anfang Sachen setzen, dass es funktioniert. Wenn wir uns bei sowas wie Scrum die Zeit nehmen, zu sagen, lasst uns mal ein paar Runden uns zusammenraufen. Was uns zu diesem schönen Bild hier bringt, nämlich dem Dilemma der Einmaligkeit. Das Problem, was ich halt einfach nicht zusammenkriege und wo ich halt immer noch gucke, wie wir die Balance zusammenkriegen, und ich werde das gleich nochmal in einem Beispiel reinziehen, ein bisschen ist, wenn wir drauf gucken, dass das Dilemma der Einmaligkeit ist, es so, wann treffen wir, jeder von euch kennt Projekte, die stressig sind am Ende, weil ihr seid erfahren und Praktiker. Und das entsteht sehr häufig ganz einfach dadurch, dass wir unglaublich viele Entscheidungen am Anfang treffen, was nicht so schlimm wäre, wenn sich aus dieser Einmaligkeit heraus nicht das leider so ergibt, dass wir am Ende mehr wissen. Das heißt, wir haben meistens so ein Vakuum, was da entsteht, wo wir dieses Risiko haben, was ich da hingeschrieben habe, mit wo wir mehr Entscheidungen treffen, als wir Wissen haben. Also so wie Lotto. Wenn es richtig ist, reden wir uns rückwärts ein, warum es brillant war, die Geburtsdaten von Tante Gisela auf den Lottoschein einzukoden und dass das Schicksal war. Genauso wie wenn einer von euch erfolgreich ist, wird er für sich bestimmt gute Gründe finden, wie das war, und wenn es nicht erfolgreich war, warum jemand anders schuld ist. Es ist auch alles okay, aber es ist trotzdem ein Punkt dabei, der hier so ein bisschen an der Stelle halt mit reinläuft und der es schwierig macht, weil wir können diese Einmaligkeit, dass wir bei Projekten, zumindest korrigiert mich, gehört ja dazu, dass Projekte immer eine Einmaligkeit haben. Wenn wir starten, werden die meisten Entscheidungen nun mal am Anfang getroffen. Das ist die Erwartung von dem Umfeld, die wir dabei haben. Und gleichzeitig gucken wir jetzt gerade darauf, wie bringen wir dieses effektive Agieren in der Einmaligkeit zusammen mit einem Ansatz, wo wir maximal aus Erfahrung lernen wollen. Wenn wir jetzt aber anfangen, haben wir ja gar keine Erfahrung. Was halt einfach den Punkt dabei reingibt. Und was noch viel schlimmer ist übrigens, wir haben so eine Gruppe, die wir meistens neu zusammengestellt haben, das wird ja noch lustiger. Wisst ihr, was eine Gruppe sagt, die einmalig neu zusammengestellt wurde? Wenn man sie fragt, ist das okay, dass man das so oder so macht? Die sagen meistens ja oder sagen nicht. So ähnlich wie jetzt gerade. Ich rede in die Kamera rein und wir haben Ruhe. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, wir treffen die meisten Entscheidungen in einer Gruppe, die keine Erfahrung haben. Und wenn sie jemand fragt, eine kritische Frage habt, kriegt ihr das auch noch hin, sagen sie ja. Also für mich ist das ein Punkt dabei, wo dieses komplette, von dem wir bauen, ein selbstorganisiertes Team, was sich einspielt, einfach ein Punkt dabei ist, wo ich einfach auch ein Dilemma sehe, wo ich mich frage, wie wir das wirklich zusammenbringen können, weil die Erwartung dieser Entscheidung am Anfang ist da und die ist auch real. Wenn wir dabei sagen, zack, 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 wir legen alle Entscheidungen fest, warum brauchen wir denn am Ende dann noch einen Lernansatz? Also warum versuchen wir dann zu Produkt und Arbeitsweise noch zu lernen, wenn eh doch schon zwei Drittel der Sachen gelaufen sind und am Ende man sich wünscht, dass die Sachen am Plan sind? Also deswegen, da würde ich halt gerne nochmal reingehen. Kann man mal machen. Müssen wir nachher mal drauf eingehen, weil ich will ja den Austausch haben. Ich wollte ja gar nicht so viel. Ich hoffe, das kommt nicht zu böse rüber, aber ich will ja wissen, wie es geht. Aber das ist erstmal das Dilemma, was ich jetzt erstmal ganz grundsätzlich habe.
Entscheidungen müssen bei Einmaligkeit da sein. Agilität ist immer ein Lernansatz. Eine Einmaligkeit, wenn wir schnell starten wollen, braucht halt auch gewisse Klarheit oder einen Projektmanager, der durchsteuert. Agilität möchte halt vor allem eine verteilte Verantwortung schaffen, wo eine Gruppe direkt eingegruft ist. Das sind Sachen, wo man sich fragen muss, wie kriegt man das zusammen, wie kriegt man das hin? Jetzt habe ich nur ein paar Sachen erzählt, die sind ein bisschen fast allgemein und ich würde es jetzt tatsächlich noch einmal an einer Stelle auf ein Beispiel runterbrechen, wo meine Probleme liegen. Mögt ihr mal ganz kurz sagen, wie ich in der Zeit liege, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit nur erzähle? Wir sind jetzt bei dir alleine bei noch nicht ganz 30 Minuten, 25. Gut, ich wollte jetzt noch 5 bis 10 Minuten, also ich wollte jetzt kurz einmal ein Beispiel erzählen und dann wollte ich es eh aufmachen, weil mich ja, weil mich ja vor allem auch eure Meinung interessiert, weil im Zweifel kann ich es auch alles nochmal mit Beispielen unterlegen und drauf gucken. Geschwindigkeit ist gut. Nicht noch schneller, super so genau, richtig, Phasenspiel. Du meinst, es geht nicht darum, wie schnell ich rede, sondern was Leute noch verstehen können? Okay, kann ich mit um. So, aber jetzt nochmal ein Beispiel mit diesem Entscheidung zu wissen, was mich halt umtreibt und wo wir dann sagen, okay, wir wollen am Anfang Sachen aufplanen. Ein konkretes Beispiel, was ich sowohl, nennen wir es mal, eher an klassisch angelehnten Ansätzen erlebt habe, als auch an agilen Ansätzen, als auch an schlecht agilen Ansätzen, ist sowas wie ein digitales Dashboard. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, weil jedes Mal, wenn so eine Managementberatungsfirma irgendwo durchflügt, am Ende kommt meistens bei der Sache raus, das Management braucht ein neues Dashboard. Und das finde ich als Beispiel so schön, weil Dashboards haben so ein paar Eigenschaften mit drin, wo ich mich frage, wie wir die über Spezifikation und Abnahme überhaupt reinkriegen können. Konkret frage ich mich immer noch aus so traumatischen Erlebnissen mit irgendwie so Firmen aus dem Big Four heraus, so Sachen, da ging es dann um digitales Dashboard. Dashboards lösen alle Probleme, genau, absolut. Die müssen halt nur schön sein und ansonsten liegt es halt am Management. Und wenn dir so ein Mit-20er dabei auch noch erzählt, ich zeige dir jetzt, wie dieses Kreuzfahrtunternehmen funktioniert, weil er irgendwie Associate bei einem der Big Four ist, dann haben wir es geschafft. Genau. Aber das Spannende ist jetzt, wenn wir auf so das Bauen von so einem digitalen Dashboard drauf gucken und das wirklich den Leuten dabei helfen soll, dass sie schneller Entscheidungen treffen und die richtigen Sachen nicht ausweichen können, gibt es zwei Sachen, die ich nicht verstanden habe, wie man die Vorwege lösen kann. Damit man in ein gutes, planvolles Vorgehen reinkommen kann. Das eine ist, so eine Kleinigkeit, frag mal Manager, den du schneller vor die Nase drücken willst, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen wollen, sollen, dürfen. Frag sie mal in so einer Session, in dem Fall war es am Donnerstag, wo diese Firma von den Big Four da hingegangen ist und ein bisschen so Augenarzt gespielt hat, hat denen dann so Dashboard-Bilder gezeigt. Möchtest du lieber dieses Dashboard oder möchtest du lieber dieses Dashboard? Und wenn sie gesagt haben, das mit dem Overlay oder mit dem? Das war total cool, wie man so VPs und Senior VPs die Schuld in die Schuhe schieben kann, wenn es falsch ist. Also es war ein geiles Schauspiel, also jeden Donnerstag, sehr cool, wo sie die dann quasi gefragt haben, was sie wollen. Und komischerweise haben die alle irgendwie relativ galant und effektiv daran gearbeitet, zu sagen, ich hätte gern Transparenz bei denen, was dazu führte, dass das Board jetzt auch nicht so ganz die richtigen Sachen zeigte, was jetzt so ein Problem war. Deswegen ist das so ein bisschen der schnellere Pferdeeffekt, wo man aufpassen muss, wenn man nur upfront Leute fragt. Bei dem Fall, wo es schiefgegangen ist, war der zweite lustige Punkt gewesen. Die haben übrigens schon so über hippe Sachen gesprochen wie Continuous Delivery und tralala. Die haben so eine Continuous Delivery Plattform aufgebaut, ohne Daten. Also sie konnten auf einen Knopf draufdrücken und haben diesen leeren Container innerhalb von Sekunden live stellen können. Nur die Daten haben sie halt vor sich hergeschoben. Und das ist das zweite Problem, was ich in der einen Firma habe. Ihr arbeitet ja bestimmt in Firmen, wo die Datenstruktur, Daten sind ja das neue Gold, wisst ihr. In euren Firmen sind die Daten ja bestimmt ganz sauber abgelegt, sie sind integriert zusammen, ihr habt keine Probleme zwischen UK und Deutschland, weil wo fängt nochmal die Woche an? Und und solche Sachen wie Excel und sowas benutzt ihr natürlich auch nicht für die Schatten-IT, sondern die Daten sind einfach da und da kann man dann so ein Bild malen und sagen, die müssen wir einfach nur noch aus unserem Data-Lake ziehen, ne? So ist es ja bei euch, oder? Das ist übrigens dieser Forming-Zustand, von dem ich vorhin meinte, wo die meisten Entscheidungen getroffen werden, dieses Nicken und diese Panik, die gerade bei einigen ausbricht. Ist immer super. So. So, das sind Probleme, wo ich ehrlicherweise in vielen Firmen festgestellt habe, bin ich zu dumm, kriegen wir das nicht vorher besser hin? Und dann haben wir in anderen Firmen das ganz bewusst anders versucht zu lösen, nämlich ganz einfach durch die Sachen, dass wir versucht hatten, eher zu gucken, wie wir Entscheidungen nach hinten schieben, bewusst, also einige Entscheidungen eben nicht am Anfang zu treffen, und daran zu arbeiten, dass wir aggressiv liefern. Also konkret, dass man bei so einem digitalen Dashboard halt eben keinen ganz sauberen Rahmenplan absprechen konnte und vielleicht auch nicht den Umfang genau absprechen konnte, sondern einfach sagen, wir schaffen ein cross-funktionales Team, wir legen los
und lernen aggressiv aus Ergebnissen. Konkret war das in der einen Firma, die irgendwie so Fahrzeuge baut, ob die jetzt zur See, zur Straße, zur Luft sind, sage ich jetzt mal nicht. Aber bei denen hatten wir auch so ein Reporting gehabt. Da haben wir dann gesagt, okay, die Leute wollen halt so ein Dashboard haben. Und haben dann gesagt, unser Ziel ist es, so schnell wie möglich etwas zu bauen, wo man aus Ergebnissen wirklich was lernen kann. Da haben wir gesagt, okay, dieses Dashboard, was sie da haben wollen, das teilen wir erstmal auf in, kann ich eigentlich irgendwie so einen lustigen Zeiger machen? Nee, ne? Naja, auf jeden Fall. Irgendjemand eine Idee, wie das in Zoom geht? Nein? Okay. Also, auf jeden Fall ist es so, dass wir dann gesagt hatten, okay, aus diesem ersten Paket sagen wir, okay, wir versuchen so schnell wie möglich, das immer weiter runterzudampfen auf etwas, woraus wir schnell zu den richtigen Sachen lernen und das anzupassen. Konkret haben wir so Sachen gemacht wie, naja, dann bauen wir erstmal ein erstes Dashboard mit ersten KPIs und lassen danach den Rest als Paket über. Und sagen dann, wenn wir das erste Dashboard mit ersten KPIs haben, dann können wir auf weitere Dashboards, weitere KPIs gucken. Und das ist auch das Erste, was das Management interessiert. Und mit den Erfahrungen ist es natürlich besser, auf alles Weitere zu gucken. Soweit so klar, ne? So, wenn das noch zu groß ist, kann man zum Beispiel auch hingehen und sagen, in dem Fall haben die gesagt, nee, wir bauen das erstmal mit den bestehenden Daten, weil die IT hat die ganze Zeit gesagt, wir haben alle Daten, das ist super. Wir haben nämlich ein großes Projekt gehabt, deswegen muss das klar sein. Wir haben das sicherheitshalber gespalten, denn wir bauen das erstmal mit den bestehenden Daten und danach gucken wir mal und sagen, wir gucken danach, was noch heile gemacht werden muss. Und ich finde es immer noch toll, was man alles in Excel packen kann dabei. Naja, und wenn das immer noch zu groß ist, kann man sich natürlich auch fragen, und sagen, wie können wir es weiter vereinfachen? Naja, wir machen es erstmal in hässlich und dann machen wir es in hübsch. Aber der Quintessenz ist, wie kriegen wir es hin, dass wir so schnell wie möglich etwas hinkriegen, was wir in ein Team reinnehmen können, damit wir es end-to-end einfach auch mal bauen können, um dann zu gucken, funktioniert es? Macht es Sinn? Was fehlt? Und aus so einem ersten Dashboard für erste KPIs mit den bestehenden Daten in hässlich kann man natürlich maßgeblich viel lernen, wie machen wir es hübsch? Also wie kriegen wir es hin, dass denen die Daten so vor die Nase gezimmert wird, dass sie nicht mehr ausweichen können? Was? Wieso habe ich denn kein Bild mehr? Ich gestikuliere hier die ganze Zeit. Sich genauso auch zu fragen, wie trägt das von den Daten? Übrigens damals, kleiner Spoiler, es hat von den Daten her natürlich nicht getragen. Und wir hatten auch noch so kleinere Probleme drin gehabt, wie hey, sie wollten ein wöchentliches Reporting haben. Und wenn du UK und Deutschland drin hast und so, dann ist das ein bisschen blöd, weil manche denken, die Woche beginnt ja tatsächlich sonntags. Ne? Das ist dann blöd, wenn die Daten unterschiedlich abgelegt sind, ein wöchentliches Reporting zu machen. Auf jeden Fall hatten wir da lustige Sachen zu klären. Und die Quintessenz, um hier wirklich zu guten, belastbaren Ergebnissen zu kommen, war, wie treiben wir es hin, dass wir das aggressiv, ein einfaches Ergebnis in die ersten Iterationen, die ersten Sprints reinkriegen, um daraus zu lernen, konnten aber aus sowas tatsächlich für das Gesamtbild ja keine belastbare Aussage tätigen, sondern haben halt irgendwie so eine Budgetschätzung abgegeben von so Gefühl. Kam übrigens auch einigermaßen hin, das heißt, es ist nicht alles gekommen, aber so, dass es funktioniert. Aber trotzdem war das Problem, man konnte die außenstehenden Budgetprozesse natürlich nicht befriedigen, musste raten, hat aber so es geschafft, aggressiv die sinnvollsten Sachen zu bauen, um daraus dann halt zu lernen, was Schritt für Schritt fehlt. Und das ist so meine Erfahrung, worum es eigentlich bei Agilität geht, wenn man sie gut für sich alleine benutzt oder integriert. Wie schaffen wir es, aggressiv etwas zu bauen, was uns hilft, zu Ergebnissen zu kommen? Und das treibt mich momentan halt eben um, weil wenn wir zu viele Entscheidungen am Anfang treffen, wie verhindern wir, dass wir uns mit den Entscheidungen etwas verbauen? Weil wenn die Entscheidungen weitestgehend verbaut sind, braucht man keinen Lernansatz. Dann lasst ihn raus, dann ist der Overhead. Das zweite Problem, was ich habe, ist, häufig werden die Deadlines, die wir dort einsetzen, abgesehen davon, dass der Begriff aus einem ungünstigen Begriffssache herauskommt, aber das lassen wir heute mal weg, dass Deadlines Leute dazu bringen, konform zu diesen Terminen zu agieren und massiv passiv machen. Und eben halt zum Beispiel Leute dann sagen, liefer das bis Ostern, koste es, was es wolle. Dummerweise in diesen Firmen guckt keiner, was koste es, was es wolle, kostet. Und das ist dann eben auch halt ein bisschen doof. Und wenn man dann auch noch bei solchen Sachen sich fragt, wie färben wir Firmen eigentlich, alle Firmen heute wollen agil sein und keiner weiß mehr, was es ist. Also in manchen Firmen musste ich dazu auch schon die Frage stellen, wo sie mir gesagt hatten, ja, agil ist doch klar, was wir da tun. Und da habe ich manchmal auch provoziert die Frage gestellt, reden wir über die Agilität aus der Softwareentwicklung oder reden wir von der Agilität von dem Altenheim da drüben, weil die haben auch eine agile Gruppe, das sind die, die noch gehen können und die treffen sich samstags zum Waldspaziergang, weil
das ist irgendwie, keiner von euch wird, glaube ich, sagen, ich bin unagil, also für so meine Erwartung. Und deswegen habe ich da so ein paar Probleme mit drin, wo ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie nochmal in den Austausch reinkommen, weil am Ende geht es mir darum, was wollen wir erreichen, wie stellen wir uns konsequent dabei auf. Bei agilen Ansätzen geht es in der Regel um dieses Lernende. Ich habe keine Idee, wie man bei einmaligen Projekten das Definierende wegnehmen kann und bin da sehr gespannt, was ich von euch dazu lernen kann und wie wir in den Austausch gehen können. Oh ja, genau, Hunde-Agility gibt es natürlich auch noch. Guter Einwand aus dem Chat. So, das ist das, was ich reinbringen wollte. Jetzt würde ich gerne wissen, wie wir in den Austausch kommen, weil ich war noch nie hier und ich bin sehr gespannt und ich habe ein bisschen Sorge, dass alle ruhig waren. Das ist super easy. Erstmal danke, Ralf, für den Impuls, weil ich glaube, du hast ganz viel getriggert. Wenn nicht, habe ich jetzt 10 Bullets, die ich reinschmeißen kann. Aber erstmal Wort an euch, wer mag auf bestimmte Aspekte oder konkrete Fragen, die uns Ralf mitgebracht hat, Antworten eingehen. Los geht's. Kannst du mich hören, Chris? Funktioniert mein Mic? Wunderbar. Sehr gut. Ja, ich muss mal aufpassen, dass ich mich nicht vordränge. Also wenn der andere die Ruhe stören möchte, störe ich gerne die Ruhe. Aber ich kann super nachvollziehen, wo der Ralf das gesagt hat mit den Entscheidungen. Und es gibt da ein Paradigma, was ich da sehr wertvoll finde. Das ist das Assume Variability Preserve Options, was ganz einfach heißt, überleg dir immer Set-Based Designs oder Set-Based Decisions versus Single-Set-Based Decision. Das heißt, wenn ich von der Entscheidung komme und ich komme bei jedem Projekt von Haufen von Entscheidungen, immer überlegen, gibt es eine Alternative? Wenn es keine Alternative gibt, habe ich keine Entscheidung, dann muss ich sie einfach gehen. In dem Punkt finde ich auch immer ganz schön dieses Wort alternativlos, was es eigentlich nicht gibt. Es gibt immer noch die Alternative, es nicht zu machen. Also eine alternativlose Entscheidung gibt es eigentlich nicht. Und ganz einfach herzugehen und sagen, es ist wieder so ein Kulturthema, wir entscheiden nur unter Wissen. Wenn wir kein Wissen haben, dann entscheiden wir einfach nicht und Punkt. Und das zwingt uns einfach dazu, zuerst das Wissen für Entscheidungen zu generieren. Ja. Das finde ich dann einen wunderschönen Ansatz, einfach zu sagen, wir nehmen alle Entscheidungen mit, ach, ist doch so furchtbar teuer, ist doch furchtbar aufwendig. Nee, dann müssen wir so Sachen machen wie Elaborations oder Spikes und möglichst früh Entscheidungen wegstreichen können, bis eine übrig bleibt. Das finde ich einen ganz einfachen und schönen Ansatz an der Stelle. Das Zweite, was du erwähnt hast, die Deadlines, da merkt man dann vielleicht doch, dass ich aus einem klassischen Projekt- oder Programmmanagement komme. Ja. Meine Kunden sind praktisch alles Wirtschaftsbetriebe. Ja. Also ich habe auch schon pro bono Sachen gemacht, aber im Großen und Ganzen sind meine Kunden Wirtschaftsbetriebe und die stellen für irgendwelche Sachen Budgets auf. Ja. Das heißt, die nehmen Geld dafür in die Hand, dass ich so Sachen machen kann wie agiles Projektmanagement, was mir furchtbar Spaß macht. Aber ich sage immer auch verdammt nochmal, wenn mir der schon ein Budget gibt, hat er schon ein Anrecht darauf zu wissen, wie lange wird es denn ungefähr dauern, was kann es denn ungefähr kosten. Also da sehe ich keinen Unterschied zum klassischen Projektmanagement, vorausgesetzt es gibt sowas wie klassisches Projektmanagement. Es ist halt eine andere Herangehensweise von der Schätzung für mich in Agilität. Ich weiß, was kostet mich ein Sprint für ein Team und ein Team kann wahrscheinlich relativ schnell sagen, es wird so irgendwas zwischen 7 und 10 Sprints dauern. Hochmultiplizieren, dann habe ich. Wenn sie eingespielt werden. Wenn sie eingespielt werden. Das ist ganz klar, das hatte ich beim klassischen Projektmanagement genauso. Also wenn ich ein nicht eingespieltes Team habe, muss ich eine Ramp-Up-Phase machen. Ich bin kein Freund davon, dass ich sage, sobald ich eine gewisse Größe habe, dass ich eingespielte Teams wieder auseinanderreiße. Ich bin ein Freund von stabilen oder semi-stabilen Teams, um genau das nicht wieder zu verlieren. Aber das ist einfach eine Ramp-Up-Thematik, ja klar. Wenn ich ein Team habe, was noch nicht schätzen kann, nicht eingespielt ist, dann kann es nicht schätzen. Ja, ist so. Genau. Aber das ist, also übrigens ist das der Punkt dabei, wenn eine Organisation, also ist immer die Frage, wozu wollen wir uns aufstellen, was sind die Realitäten, die uns dort begegnen? Wenn eine Organisation, wenn ich zum Beispiel mit einer klassischen Organisation, die irgendwas auch immer, die da bauen, ich habe da ein PEP oder sonst irgendwas drum und da gibt es dann halt, dass man agile Inseln schaffen will, dann ist vor allem einer der Fragen, wie stelle ich Teams auf, die aussagefähig und verlässlich sind? Und dann ist einer der wichtigsten Punkte, wie optimiere ich die darauf, dass sie in einer Konsequenz, in der bestmöglichen, ehrlichen Klarheit aussagefähig sind? Und das ist für mich zum Beispiel, wenn ich das mit agilen Mitteln mache, ein stabiles Team, ein stabiler Rhythmus
und die Leute entscheiden selber, was in ein Team reingeht, also was sie sich vornehmen, um daraus dann halt aus diesen Erfahrungen der letzten Iterationen ein Gefühl zu kriegen, was dabei läuft, um das dann eine Belastbarkeit mit hinzukriegen, wie ich diesen Aussagen mit hin habe. Und dann sage ich, dann kann ich agile Inseln schaffen, mit denen ich da reingehe. Die Schwierigkeit, die ich immer wieder sehe, ist, dass auch Leute sagen, ich muss treibende Termine setzen, weil wenn ich keinen Termin setze, dann werden die nicht fertig. Was für mich eher so ein Punkt ist, vielleicht hat da jemand eine dysfunktionale Umgebung, wo die Leute nur noch fertig werden, wenn man Termine setzt. Ist für mich, als jemand, dessen Firma Enable Change heißt, ein Warnsignal, weil man ansonsten auf ganz viele Variablen nicht mehr drauf guckt, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie Level an Qualität, sind wir irgendwie eine Bretterbude oder sind wir eine Kathedrale? Das sind Sachen, die kann man auch explizit beantworten, anstelle dass man sagt, so lieber Eugen, liefer bis Freitag, kostet es, was es wolle. Und keiner guckt, was es wolle, kostet. Das finde ich mal ganz lustig. Genau, aber da sind wir relativ nah zusammen, das finde ich gut. Ich würde vielleicht gleich mal kurz darauf eingehen, was Axel gesagt hat, wegen Entscheidungen vertagen, würde ich eigentlich gar nicht so sehen unbedingt, dass mit Spikes arbeiten zum Beispiel und Experimenten arbeiten, Entscheidung vertagen heißt. Das ist ja auch eine Entscheidung, dass ich sage, ich mache erstmal sowas. Oh, ich habe nicht gesagt vertagen. Wie bitte? Ich habe nicht gesagt Entscheidungen vertagen, ich habe gesagt unter Wissen entscheiden. Genau, und was ich nicht weiß, kann ich nicht entscheiden. So habe ich es zumindest verstanden. Genau. Alles gut, ich kenne das unter dem Prinzip aus der Lean-Welt und der Defer Commitment, was auf Entscheidungen hinten schieben ist, aber ich glaube, das ist, ich glaube, wir meinen gerade. Aber ich wollte nur kurz klarstellen, weil eine Entscheidung zu vertagen finde ich was ganz Schlimmes, sondern zu sagen, wir entscheiden nicht jetzt, sondern wir fangen jetzt sofort in der Sekunde und zwar in der nächsten Minute an, User Stories zu schreiben, umzusetzen, um das Wissen für die Entscheidung zu bekommen. Genau. Das ist aus meiner Sicht ja auch der Sinn der ganzen Sache, ja, dass man im Prinzip immer mit Experimenten arbeitet und nicht sich von vornherein irgendein finales Ziel vornimmt. Ich finde, dann ist man ja wieder irgendwie auf dieser komplizierten Ebene, wo man eigentlich nicht wirklich agil arbeiten muss. Wenn wir von komplexen Problemen sprechen, muss man, um es sinnvoll anzugehen, glaube ich, immer mit dieser Experiment-Lernschleife arbeiten. Soll ich mal ganz kurz praktisch reingeben, wie ich Leute dabei reintreibe, dass sie tief im Inneren ausprobieren wollen? Wie bitte? Ich kann euch mal ein Beispiel geben, wie ich Leute dazu kriege, dass sie schnell ins Tun kommen wollen. Weil wir haben in vielen Organisationen das Problem, dass Leute, Experten sagen, gib mir endlich mal genügend Zeit und dann kriege ich es schon hin. Also dem begegne ich zumindest, vielleicht habt ihr die auch. Und wenn wir halt Unbekannte dabei haben, dann ist ja der Punkt dabei, man kann über Begrifflichkeiten kommen. Das hat für mich nicht so gut funktioniert. Ich benutze tatsächlich relativ wenig den Hypothesenbegriff. Ich mache das ein bisschen anders. Ich kann die Sequenz mal kurz hinpacken, die ist nämlich ganz einfach. Ich gehe dann so hin, habe da so ein Team von Experten und frage sie, hey, liebes Dashboard-Team, ihr macht das jetzt ja schon eine Weile, oder? Oh ja. So, dann reagieren die so. Und dann ist der nächste Punkt und dann frage ich, und wenn so da so ein Dashboard kommt, die Sachen brauche ich, laufen ja immer geschmeidig durch und am Ende kriegt ihr doch immer Blumen, oder? Ach nee, okay, nicht. Ja, blöd. Oder andersrum, ich habe positiv oder negativ rum, gehe ich halt rein. In der Regel sagen sie, nein, Ralf, ich dachte, du bist Praktiker, du weißt, dass es da ein paar Herausforderungen zum Ende gibt. Und danach lege ich denen in der Regel Post-its hin oder virtuelle Post-its und sage, okay, weil ihr gerade alle gesagt habt, das wird am Ende mal so ein bisschen stressig. Dann hätte ich jetzt von Experten, die ich respektiere, auch, dass sie das mit Substanz unterlegen und gebe euch jetzt 3 Minuten, 5 Minuten und jeder schreibt mal im Stillen auf, wenn ihr da als Experten drauf guckt, was sind die größten unbekannten Unsicherheiten und Risiken? Das sind natürlich nicht alle, aber in der Regel schreiben die dir einen Riesenstrauß auf an Sachen, der Himmel wird uns auf den Kopf fallen, gerade wenn es schön groß und früh ist. Und wenn ich dann dabei drauf gucke, wie ich Themen runterdampfe, frage ich mich, okay, was treibt den Aufwand? Was sind die größten unbekannten Unsicherheiten und Risiken? Und dann nehme ich das dabei, was ist das, was wir früh wegnehmen können, damit wir früh etwas liefern können, aus dem wir lernen. Ob ich das jetzt am Ende Hypothesen nenne oder nicht, ob ich das lernen denn oder nicht, aber es funktioniert immer, dass wir zu den Punkten kommen, worum es wirklich drauf geht, aus meiner Erfahrung. Und der witzige Punkt ist, die Leute, die mir vorgesagt hatten, nee, ich will keine extra Schleife drehen und so weiter, wenn die da liegen, so sieht der Preis aus, wenn wir es ignorieren, Mann, wollen die dann plötzlich schnell Sachen ausprobieren. Das macht immer einen Heidenspaß. Also das ist so ein bisschen so aus meinem Giftschrank an Sachen, die sich für mich bewährt haben, weil wenn man nicht nur mit Softwerkern arbeitet, sondern mit Hardwerkern, mit Ingenieuren, oder auch völlig fachfremden Bereichen, ist einfach der Punkt dabei, ich kann ja nicht reingehen und sagen, ich verstehe, was ihr da tut, aber ich kann sie relativ schnell hintreiben, dass wenn die Schlucht sehen, und gerade Ingenieure sind da toll bei, wenn die dabei sehen, wie in der Himmel auf den Kopf fällt, was die plötzlich an kreativen Ideen haben, wie die ins Lernen kommen wollen,
Das ist der Punkt, der mir dabei hilft, dass die dann sagen, wir bauen diese minimale Version. Und für mich ist das Schlimmste, was ich häufig sehe, wenn das nicht ordentlich von den Constraints gesetzt ist, erlebe ich in vielen Firmen, gerade wenn ein hoher Termindruck gesetzt ist, das Problem, dass die Leute immer als erstes sowas bauen wie den Login-Dialog. Also bei IT-Projekten wird gefühlt immer der Login-Dialog als erstes gebaut. Warum wird der gebaut? Weil er so schön klar ist. Wenn es aber darum geht, aggressiv aus Erfahrung zu lernen, wir bauen eine Fitness-App. Übrigens habe ich mal so eine Fitness-App ein paar Sprints begleitet, ist total schief gegangen. Warum? Weil sie erstmal alles gebaut haben wie Login-Dialog oder andere Sachen, die kein Mensch braucht. Nur wie man damit jemanden dazu bringt, Sport zu machen. Den Teil haben sie halt zum Ende gemacht. Endete genauso, wie ihr denkt. Nutzt kein Saison. Aber da ist dann halt der Punkt dabei, wer den Login-Dialog zuerst baut, hat die Kontrolle über sein Vorhaben verloren. Ist meine Meinung. An der Stelle will ich mal zu einem Twist einladen, denn wo ich spüre, dass die Diskussion jetzt locker hinläuft, ist, dass Projekte eine Form der Agilisierung brauchen, wenn Ziele nicht eindeutig sind oder schon, wir jetzt schon wissen, die sind sehr wandelbar, wenn der Weg dorthin nicht wirklich klar ist oder wir schon wissen, er wird sich verändern oder wenn die Ausgangslage mit viel zu vielen Hypothesen gespickt ist. Wenn wir es mal umdrehen und sagen, na, so vom Trend her kam ja dann die Agilität und die hat versucht, die Lösung zu finden. Der Rückweg ist ja der spannende. Wann braucht denn jetzt Agilität Projekte? Da müsst ihr mir mal erzählen, wann ich die brauche. Da bin ich gespannt. Dann möchte ich gerne die Diskussion und auch die Gedanken mal lenken. Das ist, glaube ich, nämlich die schwierigere, die uns aber auf hoffentlich tolle Antworten und Hybridisierungsmöglichkeiten führt. Hat jemand ad hoc einen Gedanken, eine Erfahrung, ein Beispiel? Also du möchtest jetzt nochmal was haben? Wir sind in einem völlig agilen Umfeld, weil wir verstanden haben, hey, viel zu viele Unbekannte. Wir arbeiten schon mit Spike Stories, wir haben Experimente in place und so weiter und so fort. Ab wann ist der Tipping Point erreicht? Unter welchen Voraussetzungen, dass wir jetzt sagen, nee, das reicht alles nicht, was wir machen. Wir brauchen Projektmanagement drumherum oder eine Ergänzung daneben oder damit verheiratet und verwoben? Also mit meiner Erfahrung wäre ein Punkt, wo man Projektmanagement zusätzlich hat, also überhaupt ein Projekt zu dem ganzen agilen Umfeld, wenn es eben eine Deadline gibt, das Thema, was wir vorhin hatten. Da rede ich jetzt nicht von einzelnen Funktionen oder sowas, das ist natürlich jetzt, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt ein Projekt für, aber wenn man jetzt irgendwas Komplexeres hat, also bei meinem letzten Kunden zum Beispiel, das war im Eventumfeld und da gibt es natürlich bestimmte Termine, die unbedingt eingehalten werden müssen. Und zu solchen größeren Geschichten gab es dann Projekte, die quasi in diese ganzen bestehenden agilen Teams eingesteuert haben. Das macht dann aus meiner Sicht auch Sinn, weil im Prinzip die einzelnen Product-Owner, selbst wenn man jetzt im skalierten Umfeld arbeitet, nicht dieses große Ganze im Blick haben können, in der Art, wie es jetzt ein Projektmanagement hat. Oh, jetzt darf ich einmal kurz ein bisschen provozieren? Ich mache es trotzdem. Ich kriege das Bild nicht hin. Das Witzige ist, ich hatte ja gesagt, Agilität setzen wir dann an, wenn wir nicht wissen, was wir tun. Und jetzt hast du gerade gesagt, wenn es größer wird, brauchen wir Projektmanagement. Das ist das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, technisch gesehen. Und bei der ersten großen Skalierungsinitiative, wo ich dabei war, da ging es um so eine Telekommunikationsplattform und die haben dann tatsächlich, also da kam dann halt diese Gruppe hieß, glaube ich, Mainframe. Das waren die den Laden zusammenhielten, so richtig coole Typen. Die kamen da so rein und wollten dann halt, als dann diese agile Transformation losging, seit 2010 und so, also als ich schon voll am Laufen war, haben die dann plötzlich versucht, alle zu überzeugen, das funktioniert nicht, weil wir sind zu komplex. Die haben dann sogar Charts aufgelegt mit irgendwie sowas, ein normales Projekt, irgendwas, die Mondlandung und unser Produkt, was wir haben. Und damals hat mein Chef dann zu denen gesagt, sowas wie, fassen wir es nochmal zusammen, ihr verbindet Telefonverbindungen und die haben wir ihn zum Mond gebracht und ihr seid stolz, dass ihr mehr Lines of Code habt. Interessant. Der Punkt dabei ist, eine Lösung wie Scrum ist eine Ein-Team-Lösung.
von Agilität, wie wir Sachen tun. Die Art und Weise, wie wir eine pull-basierte Lösung aufbauen, als auch wie wir inkrementelle Entwicklung machen, haben wir damit 100 Teams auf einem Produkt gemacht. Ohne Projektmanagement. Und ich weiß daraus leider nicht, wieso ich dafür Projektmanagement brauche. Ich weiß auch nicht, warum ich für Termine Projektmanagement brauche, weil wenn ich das gut aufgebaut habe in der Agilität, baue ich eine übergreifende Steuerung auf, die systematisch aus Erfahrung lernt und baue eine Sache auf, wie zum Beispiel ein gemeinsames Review von keine Ahnung wie vielen Teams und was auch immer dabei sind und möchte immer wieder, dass alle Entscheidungen drauf sind, von jedem Team, von jedem Mitarbeiter, der hier mitarbeitet, der weiß, wie wichtig dieses Thema hier ist, also von jedem hier, der dabei ist, gefälligst, erwarte ich, jedes Mal, wenn wir alle 2 Wochen, einmal im Monat drauf gucken, dass eine Bewertung stattfindet, was diesen Termin gefährdet, wo wir dazu stehen und was wir als nächstes tun können, weil wir können uns das sonst nicht leisten. Das heißt, in der Agilität passiert es häufig, dass Leute sagen, der Product Owner muss es im Blick halten. Das ist eine agile Dysfunktion. Die Leute müssen es im Blick haben. Und deswegen ist das ganz spannend, da noch drauf zu gucken, was ist was womit drin, weil ich brauche es dafür nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu böse. Also ich finde das spannend. Also gerne zwei zurückspielen. Wir haben ein paar Handmeldungen. Es gibt ja schon 2 Handmeldungen. Ich würde trotzdem noch mal kurz zurückspielen. Ich finde halt schon, dass es aus meiner Erfahrung zumindest was anderes ist, ob du jetzt mit einem Team irgendwie an Sachen arbeitest oder ob du eben viele Teams im skalierten Umfeld hast. Und dann gibt es neben dem, ich sag mal, Tagesgeschäft, was über die normalen Product Owner, Business Product Owner reinkommt, eben Projekte, ein bestimmtes Event, wofür halt bestimmte Dinge umgesetzt werden müssen, wo auch sehr, sehr viel, ich sag mal, Außen-Stakeholder-Kontakt und was weiß ich nicht alles notwendig ist. Da hat sich zumindest nach den Projekten, wo ich war, oder dem Umfeld, wo ich war, das bewährt, dass es dann zusätzlich zu den normalen gemeinsamen Reviews und so weiter eben auch so ein Projekt drauf gab. Also, was genau, das dann eingesteuert hat. Das Projekt ist dann nicht irgendwie zu den Teams gekommen unbedingt, sondern das Projekt hat dann wiederum eigentlich mit der lateralen Führung, also sprich Product Owner, Scrum Master und so weiter, zusammengearbeitet in dem agilen Umfeld. Das kriegen wir jetzt nicht ganz gelöst, weil ich kann jetzt nicht kurz von Sachen, wo ich ein NDA unterschrieben habe, auflegen, wie wir bei solchen Sachen das gelöst haben. Ich muss es zumindest vorbereiten, wie es reinbringen. Ich wollte halt nur den Punkt dabei einmal kurz benennen. Ich kann keine Quacksalberei erzählen, weil ansonsten vertraut mir keiner mehr. Also sobald jemand belegen kann, dass ich Blödsinn erzählt habe, ist mein Job kaputt. Ich wollte halt nur sagen, ich habe an sehr großen Sachen mitgearbeitet, wo wir es nicht hatten und wo wir es anders gelöst hatten und wir hatten gute Gründe, warum wir es nicht gemacht hatten. Und dass das häufig übrigens in den meisten Skalierungsumfeldern unzureichend gelöst ist und Leute das über klassische Projektmanagement und ähnliche Sachen kompensieren. Und was für mich eher eine Schwäche ist, dass die Konsequenz drin fehlt. Also gesehen sind wir da nicht so weit auseinander zu sagen, wenn die Konsequenz fehlt, brauche ich das. Aber ich habe halt auch Umfelder gehabt, wo wir es halt in der Konsequenz geschafft haben und dann ohne auskamen. Also kriege ich aber nicht komplett heute gelöst. Also müsste ich überlegen, wie ich das vorbereite. Aber ich würde sagen, wir hören mal die anderen Meinungen dazu und gucken, ob wir da irgendwie das zusammenkriegen. Ja, ordentlich Stoff rund um das Thema. 2 Hände, 2 lange Textnachrichten, die ich unmöglich, während ich euch gut zuhöre, noch lesen kann. Drum würde ich sowohl Patrick als auch Axel bitten, eure Beiträge quasi nicht in den Chat zu schreiben, sondern tatsächlich dazu Stellung zu nehmen. Auch Ela, Antje, bringt das nochmal auf, was ihr da geschrieben habt. Da steckt ganz viel Substanz. Die unterstelle ich euch jetzt schon. Habe ich nicht zu lesen. Nee. Gut, Patrick, magst du mal anfangen? Patrick, sorry. Und dann lass mal die Ela zu Wort kommen, dann Axel, dann Antje und dann hoffen wir, haben wir zumindest mal die Meldung, die wir jetzt schon da haben. Der Eugen war vorher noch dran. Auch noch, yes. Alles gut. Bin gespannt. Eugen, dann los. Ja, okay, dann da möchte ich etwas einbringen, was ja wir beim letzten Brückenbautag schon besprochen haben. Und zwar haben wir es ja darüber, wann sind agile Vorgehensweisen die besseren, wann sind traditionellen die besseren. Und da haben wir ein Kriterium identifiziert und das ist Vorhersehbarkeit. Ja. Grundsätzlich, unsere Umgebungen sind komplex. Es gibt Dinge, die vorhersehbar sind. Es gibt Dinge, die schwierig oder überhaupt nicht vorhersehbar sind. Daraus hat sich aber eine Möglichkeit ergeben, nämlich wenn etwas vorhersehbar ist, dann, ja, lineare, exakte Vorgehensweisen sind üblicherweise die besseren. Wenn es schwer vorhersehbar ist,
agiler, haben sich da als, ja, in meiner Erfahrung als besser herausgestellt. Und ich suche, muss immer sagen, immer das, was in der konkreten Situation am besten funktioniert und kombiniere die. Ja, also da bin ich, um das auch ganz klar zu sagen, wenn ich eine Umgebung finde, selbst wenn jemand sowas macht, wie zum Beispiel, da machen Leute irgendwie Cobol-Compiler, um bei den Banken irgendwie die letzten Mainframes abzulösen. Und die sind jetzt bei der 28. Bank und haben das 25 Mal abgelöst und haben die Kernsachen im Griff und wissen da, was sie tun. Denn genau. Wenn mir sowas begegnet, möchte ich die Offenheit haben und sagen, ihr habt das im Griff, ihr habt das jetzt mal gemacht und jetzt fragt ihr mich gerade, warum ihr da Agilität haben sollt. Ich habe auch keinen Grund. Wenn ihr sagt, das läuft, ihr wisst, was ihr tut, bitte macht einen Plan, zieht's durch, macht Checklisten und gib ihm. Genau. Ja. Aber über Ruhedamm, ja, linear exakt kann man das machen, aber wenn es komplex ist. Es wäre ja dann auch zu viel Overhead. Also wenn wir an so einer Stelle reingehen, dieses Lernen kostet, also der Punkt dabei, einen explorativen Ansatz zu wählen, wir gucken, was wir tun, hat immer den Punkt dabei, dass dabei ist, dass wir einen extra Aufwand für Zwischenergebnisse machen, dass wir einen extra Aufwand für Koordination, für Abstimmung damit drin, das kostet alles. Und wenn ich da hingehen kann, ich kann klassische tayloristische Arbeitsteilung anwenden, spezialisierte Leute, das ist das Top. Ich kann auch dann in dem Bereich hingehen und kann sagen, zum Beispiel Auslast fahren. Wenn ich sage, die Leute sollen möglichst gut ausgelastet sein. Das ist, wenn ich weiß, was ich tue, ist das super. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist nicht dumm. Wenn ich aber den Punkt dabei habe, ich muss Reserven haben, weil ich noch nicht weiß, was kommt, zu sagen, jeder ist auf Kante und wir stehen im Stau, dann ist das Wahnsinn. Dann ist das Kakophonie. Also wir sind uns einig. Mach mal weiter. Ist so einfach. Ja, ich würde mal übernehmen. Wir hatten am Anfang ja definiert, Projekte sind etwas, also ein Ziel, das ich mit meinem Team erreichen möchte. Und Projektmanagement ist ja alles oder alles, was ich tue, alles, was ich machen muss, um dieses Ziel erreichen zu können. Das war die Definition, Chris, von dir am Anfang. Genau, wann brauche Agilität Projektmanagement? Projektmanagement ist in der Agilität notwendig, meiner Meinung nach, wenn ich ein Ziel erreichen möchte, wenn ich zielorientiert arbeite, dann brauche ich Projektmanagement. Was ist Projektmanagement für mich? Alles, was dazu dient, dieses Ziel zu erreichen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich in zwei wöchigen Sprints arbeite, mit Plannings, mit Review, dass ich im Backlog habe, wenn das dienlich für mein Ziel ist, dann ist das für mich Projektmanagement. Und wenn ich einen genauen Plan habe oder gebrauchen kann, gut, dann nehme ich halt einen Gantt-Chart und plane mein Projekt auf. Aber für mich ist eigentlich nicht die Frage, mache ich jetzt Projektmanagement oder Agilität, sondern ich bin immer im Projektmanagement. Nur die Methoden und die Tools, die ich einsetze, die sind unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Und wenn wir nochmal kurz auf Scrum zum Beispiel gucken, wir haben jetzt ein Scrum-Team, wir sind jetzt in der Produktentwicklung, dann brauche ich viele Methoden jetzt aus dem Projektmanagement wahrscheinlich nicht, sondern ich bleibe in meiner Produktentwicklung. Aber wenn ich jetzt mit mehreren Teams zusammenarbeite, an einem gemeinsamen Ziel, dann macht es vielleicht auch Sinn, rauszugehen aus den Scrum-Teams, mein Team nochmal neu zusammenzustellen und eine neue Arbeitsweise dann zu entwickeln, um dieses eine Ziel zu erreichen, das vielleicht nur, weiß nicht, 2 Monate dauert, bis das Ziel erreicht ist. Oder vielleicht geht es auch ein Jahr, weil es eben dieses Projekt dann etwas länger läuft. Aber da habe ich dann die Flexibilität und die Möglichkeit, aus meinen verschiedenen Produktteams mir die Experten zusammenzuholen, die ich für mein Projekt brauche, für dieses Ziel, das ich erreichen möchte. Und dann genau die Methoden und methodischen Einsätze, die ich dafür brauche, um das auch gewährleisten zu können. Ja, ist auch schön. Da haben wir doch mal ein paar Widersprüche zueinander. Das finde ich gut. Weil, erstens, ich weiß nicht, ob in der Definition der Punkt hat mir vorhin noch ein bisschen die Einmaligkeit gefehlt, weil das kenne ich aus der DIN-Norm und aus anderen Sachen, dass Projekte immer auch eine Einmaligkeit haben. Wenn wir die gut, in der Vereinfachten mit dem, wir haben ein Ziel. Ja gut, aber aber Einmaligkeit sollte man noch mit reinnehmen, das ist richtig. Genau, und dann sind wir wieder auseinander für mich, weil der Punkt ist erstmal, die Einmaligkeit ist für mich ein wichtiger Punkt, der dazu führt, zu diesen Dilemmas, die ich vorhin dargestellt habe. Und es gibt ein paar Sachen, wo von den Paradigmen her schon ein bisschen anders drauf geguckt wird, weil du hast jetzt gerade gesagt, dann hole ich mir die Experten zusammen. Agile Umgebungen sind maximal darauf ausgerichtet, das eine, was du gerade gesagt hast, ist,
Projektmanagement ist für mich alles, wo ich versuche, als erstes zu sagen, das Ziel steht über allem. Was meistens aber auch ein begrenztes Ziel ist zu einem Projekt. Ja, es ist vielleicht auch erstmal nur eine Vision, die sich entwickeln muss und aus der irgendwann konkrete Ziele rauskommen. Ja, warte. Der Punkt, worauf ich hinaus will gerade, ist der Punkt bei allen agilen Methoden, Ansätzen ist der, dass wir normalerweise hingehen, wie baue ich eine Organisation auf, die auch nach Zielen strebt? Deswegen den Teil zu sagen, die Ziele kann ich euch nicht bei den Projekten lassen, weil Agilisten sind die, die sich nach der Sonne orientieren und wir machen Projekte, ne. So ist ein bisschen unfair, das kriegt ihr nicht. Aber der Punkt ist der, in agilen Umgebungen ist in der Regel der Punkt dabei zu sagen, wir schaffen möglichst viel zu diesen Zielen, zu diesen übergreifenden Visionen, zu diesen Sachen, die wir vorhaben. Wir schaffen eine Zielrichtung, aber wir schaffen auch eine Aufstellung, in der wir maximal zusammen lernen können. Und maximal lernen wird zum Beispiel behindert dadurch, wenn ich Experten aus Teams rausnehme und diese Teams sich wieder in Findungsphasen ziehen. Ich mache das ja für das Projekt. Nicht für die Scrum-Teams. Die haben jetzt gerade dann Pech an der Stelle, aber für mein Projekt kann ich das ja machen. Ich sage ja. Dieses Pech kritisiere ich gerade. Dieses Pech kostet mich etwas. Das ist der Punkt dabei. Komme ich aus einer Expertenwelt, wo einzelne Leute sagen, ich stecke Leute zusammen und die besten Experten stecke ich zusammen. Das ist ein Paradigma für bestimmte Welten, was reinkommt. Und der andere Punkt ist, wie schaffe ich Umgebungen, die sich einspielen, wo Wissen sich ausgleicht, wo wir uns jenseits von dem Expertentum begeben, sondern zu sagen, diese Einheit hat sich eingespielt. Also beispielsweise bei dieser Großtransformation, und wie ich vorhin gesagt habe, ich gehe nicht mehr zu mir rein, hatten wir Teams gehabt, wo wir ein übergreifendes, da hatten es damals Portfolio-Backlog genannt, bevor diese ganzen Kanban-Boards und so kamen. Auf jeden Fall immer so ein riesiges Ding da oben drüber. Und da haben die Teams dann Sachen rausgepult, haben gesehen, was sie da an Funktionalitäten schaffen. Da haben dann plötzlich Teams festgestellt, oh shit, unseren Kram, worauf wir spezialisiert haben, braucht keine Sau mehr. Sie haben gesehen, wie quasi ihre Sachen im Trend immer weiter, dass sie nach hinten hätten greifen müssen. Scheiße, wir machen die Sachen, die kein Mensch mehr will. Da hat die Organisation erst gesagt, die Teams müssen kaputt machen. Und dann hat das Team gesagt, bitte, bitte lasst unser Team bestehen und gebt uns ein bisschen Fortbildung für die neuen Technologien. Wir sind so eingespielt, gebt uns welche Herausforderungen auch immer und wir machen die platt. Und wir haben eine Struktur geschaffen, wo das Lernen der Leute im Vordergrund stand und die Leute daraus die Ressourcen pullen konnten. Das heißt, nicht die Menschen wurden gepullt, um in ein Projekt reingepackt zu werden, sondern wir haben Strukturen geschaffen, wo die Leute die Sachen als Verantwortung übernommen haben. Und das sind unterschiedliche Optimierungspunkte, wo ich jetzt gar nicht sauber sagen kann, ich kann nicht wissenschaftlich belegen, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich sage nur der Punkt, da sind jetzt erstmal fundamentale Unterschiede. Weil wenn ich sage, ich zerstöre Strukturen, ich unterbreche die stabile Teamarbeit, unterbreche ich Lernen. Und das kann für bestimmte Kontexte auch sinnvoll sein, quasi, wie wir es früher auch von der Linie dann Projektstrukturen neben geschaffen haben. Aber es ist eine Störung von dem, wofür Agilität steht. Und das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, wo ich persönlich bessere Erfahrungen gesammelt habe mit stabilen Umgebungen. Andere von euch was anders gemacht haben, wenn ich jetzt provozieren wollte, würde ich sagen, ihr euch lebendig fühlt, als ihr sie rausgerupft habt, aber also ich weiß. Naja, also in manchen Situationen musst du es ja schon machen, dass du, also wenn du Experimente zum Beispiel durchführst und möchtest etwas Neues jetzt erarbeiten, ausprobieren und brauchst aber jetzt aus 3, 4 verschiedenen Teams jetzt die Person, weil die Teams eben nicht crossfunktional aufgebaut sind, sondern nach Fachbereichen aufgebaut sind oder so, dann musst du die ja rausziehen. Ja, Moment, aber meine Firma heißt Enable Change und das, was wir machen, ist an der Stelle, wir gehen in Firmen rein und sagen, wie schaffen wir eine Struktur, die uns zeigt, das ist die Transparenz, was wir vor uns haben und sind wir dazu aufgestellt, dass wir dazu zu lernen und stabil dabei sind. Wenn wir feststellen, dass wir dauerhaft Strukturen ändern machen, dann machen wir das, aber aus dem wir es angehen und es kommt nicht allein von einem Zentralorgan. Deswegen ist das so ein bisschen der Punkt, wo man so ein bisschen drauf gucken muss, ist es das eine, ist es das andere, ne? Ja. Aber ja. Die Frage, wie stellt ihr sicher, dass die Teams nicht die Aufgabe haben, etwas zu lernen, was die Organisation eigentlich schon weiß und dann doppelt macht? Ich habe eine Gegenfrage. Wie viel Kosten willst du reinstecken, das zu verhindern? In den meisten Firmen erlebe ich, beispielsweise, haben wir Firmen aufgebaut gehabt, jetzt mal so ganz platt, ihr kennt wahrscheinlich so Begriffe wie Communities of Practice und sowas, also als Begriff. Aber wenn du eine Firma es geschafft hast, dass du Teams hast, die Eigenverantwortung übernommen haben, haben wir zum Beispiel auch Sachen gemacht, dass wir Communities of Practice geschaffen haben, wo sich Praktiker getroffen haben, sich ausgetauscht haben, was bewährt haben und dadurch eine emergente Standardisierung stattgefunden hat, dass gar keine gesteuert hat. Sicherstellen dürft ihr als Begriff behalten. Das brauchen wir im Agilen nicht. Wir wollen schnell lernen. Und wenn etwas falsch ist, wollen wir es anpassen. Und das ist der Punkt dabei, eine Versicherung, etwas sicherzustellen, kostet immer Geld.
Und da ist dann halt der Punkt dabei, wenn du hohe Diffusität hast, optimierst du an der einen Stelle darauf, dass du sagst, das wollen wir verhindern. Bei dem anderen sagst du, scheiße, bei Google zum Beispiel, als ich da meinen alten Mitbewohner besucht habe, hänge auf dem Flur, könnt ihr bitte mal die Standardfonts benutzen, weil die viel zu extrem wohl auf den Punkt gegangen sind, dass jeder da seine Sachen selber findet. Die übertreiben es an einigen Stellen. Ist blöd. Aber trotzdem würde ich jetzt Google nicht als erstes durch die Gegend ziehen mit Kreuz und Schwert da durchlaufen, dass sie ja nichts doppelt machen, weil ansonsten geht es denen ja gar nicht so schlecht. Das ist dann halt so der Punkt dabei, es hat immer einen Benefit und einen Kostenpunkt. Und sicherstellen, je komplexer es wird, desto teurer wird das sicherstellen. Deswegen ein paar Teile, sage ich dir ganz ehrlich, ich möchte, dass wir eine gute Übersicht haben. Ich möchte Teams, die zeigen, dass sie mitdenken. Ich möchte gucken, dass diese Review-Punkte als Backbriefing, wo das Team zeigt im Review zum Beispiel zurück, wir haben verstanden, was uns gegeben wurde, wie wir es einordnen, wie wir es bewerten und zeigen, dass wir mitdenken können. Und wenn das nur der Product Owner weiß, ist das ein scheiß Product Owner und ein scheiß Team. Ist mein Maßstab. Das heißt, ich setze Anreize, dass alle Leute in der Breite mitdenken können. Und aus dem heraus reduziere ich den Punkt dabei und brauche weniger Leute zum Sicherstellen. Gut, bedeutet, ich will gerne nämlich die Brücke schlagen zu Manuela, ihrem Beitrag im Chat. Wenn du Regularien hast, ich bleibe mal in der IT, IT-Sicherheitsthemen, vielleicht auch interne Governance, sonst was, Auflagen aus dem Fast-Moving Consumer Goods ist immer Quality eine Frage und Regulatory immer eine Frage. Wie schaffe ich es, dass ich diese Gegebenheiten, die es gibt, drumherum Berücksichtigung finden? Ja, wie schaffe ich das aus den Zentralorganen heraus, ist immer meine Frage, weil bisher haben mir alle Angst gemacht, wenn sie es mir gezeigt haben, aber Ich habe Sicherheits hier so Blackboxen für bestimmte Fahrzeugtypen zum Beispiel als Teams betreut und ähnliches. Und da haben wir meistens den Deal gemacht, ihr macht mir jetzt nicht so viel Angst, dass ich euer Produkt nicht mehr benutze. Und wir gucken jetzt, wie wir das besser hinkriegen. Weil der Punkt, den wir trotzdem dabei reingezogen haben, für mich ist Agilität richtig aufgestellt, immer auf proaktives Risikomanagement. Das heißt, ich will eine Übersicht haben, da wollen wir hin. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Was sind die größten Risiken, die wir vorziehen? Und wie stellen wir dabei sicher, dass wir das erreichen? Das heißt, in den ersten Sprint gehört das Riskanteste mit rein. Wir haben in dem einen Punkt, in einem hochregulatoren Umfeld zum Beispiel, hatten wir das gehabt, dass die Teams dann damals übrigens noch auf Papierboards Farbkodierung hatten. Die durften zum Beispiel Sachen haben. Der eine, der es entwickelt hat, durfte nicht testen und dann noch so ein paar andere Sachen. Und dann gab es noch ein gelagertes, was auch immer. Wir haben sie einfach mit reingenommen, haben gesagt, das sind die Zentralconstraints. Überzeugt uns, wie ihr das habt, ihr müsst das abnehmen. Und an einigen Stellen mussten sie dann beim zentralen Sicherheitstypen antanzen und der sagt, okay, damit kann ich das mitgeben, dass wir es übereinbringen. Und in einer anderen Organisation, da ging es um Medizintechnikprodukte, gab es auch diesen Zentraltypen, wo man übrigens gerade aus dem klassischen Projektmanagement fast pleite gegangen wäre, weil man ein Produkt gebaut hat und leider gab es von der amerikanischen Organisation den Punkt, da war was mit den 35.000 Dokumenten wohl nicht ganz richtig und deswegen durften sie nicht auf den Markt und das war wohl ein bisschen teuer. Und danach haben sie Agilität eingeführt, weil sie es nie wieder haben wollten. Und da haben wir dann zum Beispiel automatisierte Dokumentation geschaffen, also mit Cucumber und automatisierten Testings und so weiter mit drin angefangen. Aber als sie das aufgebaut haben, war zum Beispiel der Punkt, erstmal gelten die klassischen Constraints und wir sehen, wie lahm wir dabei sind. Und wir machen an einigen Stellen sogar, um sicherzustellen, beide Wege doppelt. Und es muss vorgeschlagen werden bei dem Sicherheits-, weiß nicht mehr, wie der hieß. Und erstmal muss an einer Stelle verprobt werden, dass der andere mindestens genauso sicher ist und Vorteile hat und erst danach wird der andere abgestellt, weil sie nicht wollten, dass sie noch einmal ein halbes Jahr lahmgelegt werden, dass sie in den USA nicht verkaufen dürfen. Deswegen, natürlich müssen wir dabei immer noch überzeugen und sicherstellen. Und der Punkt dabei ist, hast du einen, der drauf guckt oder hast du Leute, die mitdenken, die dabei halt über Governance Constraints eingebunden werden? Kann man vielleicht im Klassischen auch machen. Ist nicht meine, also habe ich keine Expertise, inwieweit ihr das macht oder nicht. Ich habe nur meistens mit Organisationen zu tun, wo so eine arme Sau da sitzt, die dann unterschreiben darf, dass das alles sicher ist und diese Dokumente zusammen dahin schickt. Und das war immer nicht so schön. Aber vielleicht ist das in euren Projekten ja besser. Ich gebe das Wort gerne mal an Michaela. Magst du es aufgreifen? Moment. Klares Jein. Ich glaube, da werden wir nicht ganz so zueinander kommen, denn gut, ich komme jetzt aus dem Automotive-Bereich. An manchen Stellen
kann und ist es auch durchaus hilfreich, wenn man ein bisschen schneller auf den Füßen wird und ein bisschen flexibler und bestimmte Dinge, agile Ansätze, wunderbar, aber vieles, es geht nicht einfach nur darum, da muss halt irgendeiner für unterschreiben. Im Pharma-Bereich wäre es die Qualified Person, falls du diesen Begriff gesucht hast. Ich habe ihn nicht mehr, ich bin nicht mehr. Das sind auch die, die dann in der persönlichen Haftung dafür sind. Also da ja, ist genau. Also das sind halt Sachen, wo kein Spaß hinter ist und deswegen muss man das genauso, auch wenn man agiler, da muss eine hohe Ernsthaftigkeit hinter sein und die Leute sagen, dann fail fast irgendwie reinrufen, weil wir sind jetzt agil, vor denen habe ich genauso Angst wie du. Nee, aber das geht einfach darum, dass es für bestimmte Dinge wichtig und richtig ist, ein bisschen plangetriebener vorzugehen. Da geht das nicht einfach so, oh holla die Waldfee, wir stellen jetzt alles um. Man kann trotzdem, tatsächlich so, weil es ist einfach sehr, sehr schwierig. Du kannst trotzdem, wenn du Profis am Start hast, dann verzetteln die sich nicht in Dokumentation. Da kann man an vielen Stellen durchaus dran gehen, dass du nicht dokumentierst um der Dokumentation willen. Also man kann durchaus mit Sinn und Verstand arbeiten, aber jetzt nur so irgendwie dieses latent mitschwingende, hey, das einzig Richtige ist, nur wenn wir es agil machen, alle anderen, ihr habt im Prinzip keine Ahnung vom Job oder ihr macht es nicht. Nee, ich wollte hören, wie ihr es macht. Finde ich, ja. Sagen wir mal so, es ist schon schön, ein bisschen frischen Wind reinzubringen und so, aber an der einen oder anderen Stelle, wenn du mit Compliance zu tun hast, wenn du mit Regularien zu tun hast, wenn du mit Genehmigungsverfahren zu tun hast, da hast du einfach auch bestimmte Behörden. Wenn du ein Haus bauen willst, kannst du auch nicht zur Baubehörde gehen und sagen, liebes Bauamt, also ich mache das ganz agil, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt ein Hochhaus wird mit 20 Stock oder ein Bungalow. So, das meine ich. Also von daher, da kannst du ein bisschen Rahmen haben. Und in manchen Bereichen ist es wunderbar, wenn du ein bisschen innovativer bist und ein bisschen spontaner. Naja, aber Agilität ist nicht ein bisschen spontaner. Das ist der Punkt, wo ich nicht mitgehen kann, weil das ist der Punkt, wo wir jetzt aufpassen müssen, dass wir uns nicht gegenseitig missverstehen. Weil der Punkt, den ich so gesagt habe, ist, gut gelebte Agilität ist proaktives Risikomanagement. Das heißt, wir stellen uns sehr bewusst auf. Da bin ich bei dir. Das heißt, ich frage nach, wir haben die Regularien, die wir erfüllen müssen, was sind die schlankesten, die besten Wege, die wir das tun können und die belastbarsten Wege, wie wir dabei bewusst Leute zum Beispiel dabei sensibilisieren, die Risiken früh nach vorne ziehen. Das ist das, was ich mache. Und ich habe sowohl im Verkehrsumfeld, Medizintechnik hatte ich auch schon Sachen begleitet gehabt. Finanzbereich ist fast immer so wie Leben, ist auch immer der Punkt, aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht irgendein Agilist, weil ein Wiesenagilist, der jetzt sagt, gebt euch alle mal einen Ruck. Und ich glaube auch nicht, dass man in einer Naivität dorthin gehen sollte und sagen sollte, seid alle mal ein bisschen agiler, sondern der Punkt, der für mich wichtig ist, Agilität ist für mich Transparenz. Wir haben ja ein ambitioniertes Vorhaben, das hat hohe Unsicherheiten. Und am Ende möchte ich dabei gucken, wie können wir zügig zu Ergebnissen kommen, die uns helfen, belastbarstmöglich zu lernen, dass die Sachen dabei tragen. Das ist das, wo ich vor allem darauf achte und dass das dabei mit reingeht und dass zum Beispiel auch zu den klassischen Zyklen, die du jetzt aus Automotive Spice und anderen angesprochen hast, nur wenn ich überzeugt wurde durch Ergebnisse, schalte ich klassische Wege ab. Ja, nee, also da bin ich ganz bei dir. Aber ich will jetzt übrigens, dass die anderen jetzt nicht irgendwie zu kurz kommen, weil ich habe vorhin gesehen, Gabriel oder Axel, die halten schon ziemlich lange die Hand hoch. Ich klinge immer genau zu dem Thema. Nicht, dass das Thema nachher noch durch ist. Passt super. Ich habe schon überlegt, ob ich die Hand wieder senke, weil wir vom ursprünglichen Thema ein bisschen weggekommen sind. Jetzt habe ich sie doch offen gelassen, weil es passt mich wieder. Danke dafür. Meine Hand habe ich eigentlich gehoben, wo am Anfang die Frage war, ab wann braucht Agilität ein Projekt? Und ich verstehe die Frage nicht. Ich verweigere sie, mich auch zu verstehen. Chris weiß wahrscheinlich, warum. Er kennt mich schon ein bisschen. Für mich ist Agilität einfach eine Strategie. Agilität kann eine Strategie für Projekt sein, Agilität kann eine Strategie für Operatives sein. Und da bin ich jetzt wieder auch ganz beim Ralf, habe auch Automotive gemacht. Wir haben agile Prozessframeworks angepasst für Automotive mit A-Spice, mit REC 48. Das heißt ja ganz einfach, ich mache Prozesse mit einer agilen Strategie. Da kann ich Definition of Done nehmen oder DevOps oder Quality Built-In, wo ich einfach die Strategie habe, genauso wie Ralf gesagt hat, Risiken schon vorzeitig abzufangen. Es wird genauso definiert, es wird genauso zertifiziert, wird genauso gemacht. Und das bringt mich auch zum ursprünglichen Punkt, wo ich immer sage, naja, ich rede ungern über agil und Projekt, weil ich kenne den Unterschied nicht. Ich sage immer für mich, es gibt operative Arbeit und es gibt Projektarbeit.
nennt Projektarbeit, Kreativarbeit, nennt sie Entwicklungsarbeit, nennt sie Experimente, was auch immer. Ich bin halt immer so ein Typ, ich bin ungern vorm Pendel gesessen im operativen Bereich und habe gehofft, dass ein Lämpchen rot wird, damit spannend wird. Ich war immer im Projektbereich unterwegs, ja. Aber für beide Bereiche, operativ oder Projekt, kann man für mich die agile Strategie ansetzen. Heißt ganz einfach, es kommen Anforderungen rein. Ich habe als Firma, Team oder Person die Capacity to act, ich habe das Wissen, dann bin ich im operativen Bereich. Oder ich habe es nicht, ich muss einen Lernprozess starten, dann bin ich aber schon im Projektbereich und dann mache ich vielleicht einfach für mich ein 5 Minuten langes kleines Projektmanagement, so einen klassischen Deming-Cycle, kennt ihr wahrscheinlich, Plan-Do-Check-Act. Ja. Und irgendwann gibt es größere Anforderungen, die reinkommen und vielleicht kennt ihr auch diese klassische Dreiteilung von, egal was man reingebracht hat, Teamebene, koordinative Ebene und Strategieebene. So, ich finde diese tollen Beispiele, die ihr alle gebracht habt, wie wir ohne Projektmanagement agile Projekte gemacht haben, habe ich für mich übersetzt, na, ihr habt halt Projektmanagement gemacht und dann eine sehr agile Strategie gefahren. Ja? Für mich ist das schon Projektmanagement. Sobald ich mehrere Teams koordiniere, bin ich im koordinativen Bereich und bin streng genommen, je nachdem welches Definition man nimmt, vielleicht sogar schon im agilen Programmmanagement drin. Was bleibt für mich einfach nur eine Strategie, eine Herangehensweise, die sich aber über den Lebenszyklus eines Vorgehens ändern kann. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also für mich ist eher mal so die Frage, wenn ich bei einem Projekt merke, dass ich in Change Requests untergehe, dann habe ich vielleicht den Wechsel zur agilen Strategie übersehen. Wenn ich extrem agiles Projektmanagement fahre und die Leute in der Retrospektive nur mit Bier trinken und Eis essen, weil es so gut läuft, dann sollte ich vielleicht eher wieder Lean-Ansätze fahren und in eine andere Richtung abbiegen. Ja? Für mich sind es einfach nur Strategien und ich habe halt in jeder Problemstellung ein paar komplexere Anteile, ein paar kompliziertere Anteile und je nachdem, wie sich das über die Zeit abwechselt, ja, mal so gehen. Agil heißt ja Flexibilität und für mich gibt es nicht nur agil oder gar nicht agil, sondern 50 Shades of Grey und dann möchte ich auch agil genug sein, mich dazwischen zu bewegen. Das höre ich zum Quatschen auf, sonst wird es ein Monolog. Alles gut, ich habe ja auch monologisiert. Aber ganz kurz, also der eine Punkt, der mir wichtig ist, bevor ich die Unterschiede rausstelle, auch da wieder der Punkt der Gemeinsamkeit, weil wie wir eben festgestellt haben, die große Angst ist bei dem einen, dass das eine einem ausbüchst mit dem, dass die Hierarchie an einigen Stellen und wie dort Sachen entstehen, ist meine Sorge. Genauso wie die Sorge ist, dass wenn man zu freie Strukturen steht, dass da auch eine Sorge ist und da muss man halt gucken, wie man das aufarbeitet. Ist hier jetzt der Punkt, für mich der vereinende Faktor erstmal, wenn ich vorgehe und mit Organisationen arbeite, gehe ich hin, frage, was wollen wir erreichen und wie stellen wir uns dazu auf, längerfristig, dass wir dazu gut agieren. Deswegen, das ist erstmal der Punkt dabei und ich persönlich konnte den Agilitätsbegriff benutzen bis vor 9 Jahren und seitdem versuche ich den an meisten Stellen möglichst zu vermeiden, weil seitdem ist es so, dass jeder irgendwie glaubt, er ist agil und meistens verstehen sie was anderes und was Komisches hinter und ich komme da auch nicht mehr mit klar. Deswegen versuche ich die Begriffe erstmal auch zu vermeiden, weil die Welt damals war schön. Du konntest Leuten sagen, was haben wir da, wie stellen wir uns dem gegenüber auf? Und das waren dann konsequente, agile Ansätze und gut das. Aber heute ist es so, wenn du anfängst, das erstmal über Begriffe zu machen, es passieren halt echt schlimme Dinge. Der andere Punkt, den ich jetzt nicht ganz mitgehen kann, ist, ich verstehe zwar, dass in vielen Organisationen man sagt, wir haben eine operative Ebene, die fest ist, und dann haben wir eine Projektebene, in der wir eine Einmaligkeit was starten und dass dieses ein gewohntes Muster ist, wo es auch für viele Organisationen passt. Es gibt aber den Punkt dabei halt eben auch Organisationen, die sich darauf so aufstellen wollen, dass sie noch mehr lernen und da steht uns die Einmaligkeit der Projekte im Weg. Das heißt, wenn wir Produktteams schaffen wollen, die eine Produktentwicklung dabei schaffen wollen, dann sind die wiederum fest und permanent, weil wenn wir sie immer wieder in eine Einmaligkeit, was ich mit Projekten verbinde, reinbringe, unterbinde ich ein Stück weit auch einen Teil dieses Lerneffekts. Deswegen, da waren wir aber, glaube ich, ja vorhin schon ein bisschen einiger dabei gewesen und gesagt habe, Stabilität finden wir beide wichtig. Da habe ich halt Ralf, alles Gute, da sind wir d'accord. Ich wollte nicht jetzt auch noch den DevOps-Gedanken und you build it, run it reinbringen, sonst hätte ich es überladen. Nee, alles gut. Aber ich wollte nur sagen, das ist der Punkt, wo ich manchmal hingehe, wenn wir Organisationen haben, die haben eine Betriebsebene, dann sagen sie, diese anderen Sachen machen wir jetzt in einer Projektebene, danach bringen wir sie wieder zurück in die Linie. Finde ich einen validen Begriff und sollte man beibehalten in den Organisationen, wo es passt. Aber es gibt halt die, wo man sagt, wir wollen hier jetzt irgendwie was Neues bauen und da ist es halt dabei, dass die Produktentwicklung auf absehbare Zeit nicht aufhört und da sind dann... Ja.
temporäre Strukturen halt unangebracht. Bin ich vollkommen bei dir, Ralf. Danke für den Hinweis. Auf keinen Fall Dev und Ops als Silos trennen, sonst bist du wieder bei den Silos, sondern DevOps-Gedanken als Schleife sehen, als das umgedrehte Ach. Und ich habe super tolle Erfahrungen gemacht, wo einfach die operativen Leute mindestens einmal pro Woche oder vielleicht sogar täglich einen entsandter Scout von denen in die Details reinschaut von den Projektteams. Also ja, auf jeden Fall ganz, ganz tiefe Feedback-Schleifen. Danke für den Hinweis. Genau. Und dann der andere Punkt ist, es gibt wenig wirklich hochmature agile Umgebung. Aber in einer hochmaturen agilen Umgebung ist es so, dass diese Trennung zwischen verschiedenen Ebenen dazu führt, dass alle an der strategischen und koordinativen Ebene mitarbeiten und das nicht über einzelne Mitarbeiter läuft. Dass, wenn man das nur so gewohnt ist, ziemlich spooky klingt. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch so Videos, wo sich der eine mit einem Atom-U-Boot auseinandergesetzt hat, in einer ähnlichen Art und Weise gesagt hat, hey, wenn mein eines Gehirn nicht mehr das Atom-U-Boot steuert, von Turn the Ship Around, sondern alle anderen halt plötzlich mitdenken, habe ich 254 Gehirne gegen eins und das der andere kann ganz schön klug sein, aber wir machen ihn trotzdem platt. Das heißt, wenn ich eine Struktur schaffe, der alle immer wieder gucken, das ist die Gesamtübersicht, was ist mein Beitrag dazu und das halt aktiver mit rein ist, ist das so ein Punkt, aber wenn ihr das in Projekten auch hinkriegt, dann finde ich das sensationell. Bei mir war meistens leider der Plan weiter vorne, das kann aber auch, um das von Michaela vorhin aufzugreifen, das kann auch ein böswilliges Fehlurteil meiner Seite sein. Aber ich habe halt sehr häufig gesehen, dass die Pläne halt treibend waren. Und das ist ein Punkt dabei, wenn ihr da eine Idee habt, wie ihr das vermeidet oder mir da meine Sorge nimmt, dann bin ich da auch sehr dankbar. Also auch da bin ich vollkommen bei dir, Ralf, da bin ich ganz leise. Wenn du eine schlechte Projektkultur hast, dann werden die klassischen Projekte auch nicht funktionieren. Und dann kannst du es mit einer schlechten Projektkultur mit Scrum probieren, wird auch nicht funktionieren. Und dann gehst du zu Prinz 2 und dann zu EPMA und dann zu Discipline Agile. Also, dass du eine gewisse kulturelle Basis brauchst, ja. Egal bei welcher Strategie, die brauchst du einfach. Ja, der Punkt dabei ist der, was ich mal ganz spannend finde, ist, wie schaffe ich Anreizsysteme? Und das, was wir zum Beispiel bei agilen Umgebungen schaffen, übrigens bei diesem einen, bei der einen Transformation, auf die ich heute schon viel darauf referenziert hatte, da haben wir halt gesagt, wenn du eine Pull-Umgebung aufbaust, schaffst du eine übergreifende Sicht von Zielen, aus der dann halt entweder in einer kleinen Organisation Einzelpersonen oder Teams dann halt draufgehen, was können wir tun, damit wir uns zusammenraufen, das oberste Thema zu nehmen. Das heißt, es wird von den Leuten halt reingezogen. Und das, was ich halt erlebt habe, ist, viele Leute fahren heutzutage sogenannte agile Skalierungswerkzeuge oder Skalierungsframeworks. Die meisten von denen sind ganz schön dysfunktional. Die meisten von denen sind krasse, irgendwie das Schlechteste aus beiden Welten und wir hoffen das Beste. Das, was wir da teilweise aufgebaut haben, bevor die dominant waren, waren Sachen, plötzlich denken da 50, 80 Leute und gucken da drauf, hey, wie können wir dafür sorgen, dass jetzt dieses Multitouch-Display extrem schnell fertig wird und wenn du da plötzlich mal so 60 Leute in einem Raum drin hast, die sich angucken, shit, was machen wir jetzt und das mit dem und wir beide stellen uns zusammen und jetzt schaffen wir wieder einen Punkt dabei, gehen zurück in die Teams, ziehen durch und danach findet zwischen den Teams das aus, neben dem, dass das sau cool ist, so von der Dynamik her, macht einfach sau Spaß, ist es unglaublich schnell, wenn man halt diese Kette losgekriegt hat. Und das fehlt leider vielen agilen Umgebungen fehlt das. Vielen agilen Umgebungen fehlt das, weswegen sie eine Kompensation auch brauchen. Und ich gehe halt den Weg dabei, wie schaffen wir es, dass die Leute wieder in so eine Kultur reinkommen, dass das dabei ist. Und andere gehen den Weg, dass sie dabei sagen, da muss etwas sein, das es sicherstellt. Das ist okay. Das ist so der Punkt dabei. Deswegen vielen würde ich auf jeden Fall auch eine Sicherungsstruktur draufziehen. Geht aber auch mal ohne. Weil sich Gabriel bei deinen Worten fast scheckig gelacht hat, mit den dysfunktionalen Rahmenwerken, die da gebaut werden teilweise. Lass man mal zu Wort kommen, bitte. Darauf darf ich leider nicht kommentieren. Ich wollte eigentlich... Reden wir jetzt nicht drüber. Ich krieg nicht an. Wir haben eine Podcast-Folge zu. Oh je. Ja, gut. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, da ich komme gerade eher aus der Schnittstelle von Dienstleister zu Konzern und dementsprechend kriegt man die gesamte Breitseite von unterschiedlichen Definitionen von agil und Projekt und Ähnlichem ab. Und was ich immer ganz spannend finde oder was auch wichtig ist, wenn man eine agile Umgebung gerade beim Dienstleister hat, hat man natürlich diese, es wurde schon mal gesagt, man hat so eine Transferleistung zu tun. Wie erkläre ich dem anderen eigentlich, wie wir arbeiten und wie es jetzt laufen soll und wie kann ich mit den Zielen oder den Erwartungen des anderen damit umgehen? Und ob man das jetzt als Projektmanagement definiert oder ob das irgendwie jetzt, ist mir persönlich total Latte, solange ich als Dienstleister oder auf der Dienstleisterebene zumindest alles, was das Agile erfordert, auch aufrechthalten kann. Und dazu finde ich es auch ganz wichtig, was anfangs gesagt wurde, keine Inseln schaffen, alle POs involvieren, jeder arbeitet auf das
Projekt mit ein. Und was man dann nachher mit dem Kunden und wie man da mit dem zusammenarbeitet und ob das nachher ein klassisches Projektmanagement ist oder ob das irgendwie ein zusammengebasteltes Ding ist, solange man, ich finde, zum Ziel kommt, alle dabei Spaß haben und auch nichts verrät, was zumindest, sage ich mal, die Kernprinzipien sind, weswegen ich mich auch dagegen wehre, was vorhin schon mal gesagt wurde, irgendwie die Experten aus irgendwelchen Teams rausgraben, nur um das Projekt irgendwie jetzt durch die Tür zu boxen, tödlich, also niemals machen, weil dann opfert man die gesamte agile Umgebung nur, um irgendein klassisches Projekt fertig abzuschließen und das also sehr gefährlich an dieser ganzen Stelle und ob man das jetzt Projekt nennt oder nicht, Die Begriffe sind mir auch egal, das habe ich auch aufgegeben, deswegen bin ich da auch nicht fit. Ich gehe tatsächlich mit dem, was wollen wir erreichen mit der Offenheit. Deswegen, da wollte ich nur nochmal betonen, ich finde das ganz wichtig, dass man halt die Prinzipien aufrecht hält und wie man das nachher auch zum Kunden verkauft oder im Konzern verkauft, völlig egal, solange es auch eingehalten wird. Oft scheitert man natürlich gerne auch an der Kultur oder auf beiden Seiten. Ich meine, auch der Dienstleister ist nicht unbedingt der Beste. Also zwei Gedanken ganz kurz dazu, die mir wichtig sind. Zum einen habe ich sehr häufig hier gehört, und dann müssen alle POs zusammenkommen. Du hast das gerade wieder gesagt, aber das haben wir ein paar Mal gehört. Und für mich ist einer der Trennungspunkte, die ich im Agilen gerne trenne, zwischen dem, das ist für mich eine tayloristische, um mal von dem Projektbegriff wegzukommen, eine tayloristische Herangehensweise ist für mich die Trennung zwischen Denken und Handeln und eine Agile, die Handelnden denken. Und wenn wir jetzt sagen, da müssen nur die POs eingebunden werden, wir immer wieder sagen, die sind die, die es zusammenhalten, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht in den, das sind die Denkenden und die anderen sind die ausführenden, verlängernden Werkbänke. Weil das so war es auch tatsächlich nicht gemeint, sondern eigentlich nur, ich würde mich dagegen wehren, wenn es nachher nur heißt, hier, der PO macht das Projekt. Mhm. Auch wenn irgendwie andere Teams noch involviert sind oder was auch immer, weil das ist gerne mal gefordert von der klassischen Seite her und in diese Falle könnte man auch schnell tapsen, sage ich mal. Was ich ganz spannend finde in ganz vielen Konzernen momentan ist, die haben ja alle irgendwie ihre agile Sau gerade durchs Dorf vertrieben und so und sind damit mal durch und sagen jetzt, das war auch jetzt irgendwie ganz nett, aber jetzt wollen wir was Neues und so. Da ist jetzt, was ich ganz spannend finde, ist, dass in vielen Firmen diese Transformationen so gelaufen sind, dass sie ein bisschen auf die Dienstleisterinnen aufzwingen wollten, wie die jetzt gefälligst zu arbeiten haben. Was jetzt eine fundamentale Respektlosigkeit, also erstmal verletztes deutsches Recht mit Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, was irgendwie, wir dürfen euch nichts vorgeben, aber macht es gefälligst so, wie wir sagen und dann schaffen sie irgendwelche Strukturen mit, ja, wir brauchen hier so eine Bad Bank, wo wir diese Projekte reinmachen, damit ihr zwischen den Dienstleistern so arbeiten dürft wie wir, aber wir haben es euch nicht gesagt, aber ihr habt euch freiwillig dazu entschieden und völlige Absurditäten entstehen dabei, wo gleichzeitig die Firmen, die das halt rausgeben, halt eben nicht aus der Maßgabe häufig gekommen sind, was wollen wir erreichen, wie stellen wir uns dazu auf, sondern die haben halt einen sehr starken Punkt, wir wollen bestimmte Sachen aussteuern und dann dürfen da die Wurmfortsätze irgendwie agil spielen und da passieren schon echt krasse Stilblüten. Also da ist halt der Punkt dabei, da würde ich mir in manchen Konzernen wünschen, dass sie, keine Ahnung, irgendwie sowas machen wie ein Kanban oben drüber und wo sie dann halt Policies schaffen, wie sie Freiheitsgrade geben und wie man dann end-to-end verantwortliche Bereiche schafft, die dazu dann halt auch optimieren. Also beispielsweise in der Firma von meinem Vater, die macht Versicherungsdienstleistungen, kommt tatsächlich eher aus dem klassischen Bereich. Also der Lieblingsfilm ist Master and Commander und so. Aus dem Bild, wie er führt. Da ist aber der Punkt dabei, er hat einer der agilsten Verträge, die ich bisher gesehen habe, tatsächlich gemacht. Also nicht, weil er mein Vater ist, sondern die haben für Versicherungen halt Verträge abgeschlossen, wie sie als Dienstleister zu denen auftreten. Das heißt, dass sie haben Verträge gemacht, wo sie gesagt hatten, wenn wir Bestandsverwaltung machen, kriegen wir eine gewisse Basismarge und wenn bestimmte Transaktionen laufen, kriegen wir sie auch, sodass sie als Organisation, wenn sie Synergieeffekte schaffen, haben sie einen Win-Win-Benefit. Sie können es günstiger anbieten, die anderen haben was davon, sodass es auch incentiviert ist, dass sie verbessern. Bei den meisten Dienstleistungssachen ist es doch so, herzlichen Glückwunsch, Gabriel, wenn ihr das doppelt so performant gemacht habt. Dann bietet ihr es jetzt als Dank für uns zum halben Preis an. Wer macht denn sowas? Ja, Ralf, jetzt dränge ich mich nochmal rein. Ich muss dann gleich wegspringen. Mein Sohnemann muss zum Badminton, dann fahre ich rein. Das hat oberste Priorität bei mir. Weil du es gerade angesprochen hast, da bin ich wieder bei dem Thema operativer Teambereich, koordinativer Bereich und strategischer oder Portfoliobereich. Ja. Ich finde es immer relativ sinnbefreit, wenn ich im Teambereich super agile Sachen machen möchte mit einer super agilen Strategie und gleichzeitig lasse ich den koordinativen Bereich, der die Sachen schneiden soll und orchestrieren soll, in eine andere Strategierichtung fahren.
Da sehe ich genau den Clash, den ich gerade gesagt habe. Also für mich muss das immer Hand und Fuß machen. Wenn ich eine agile Strategie fahre, dann muss sie wirklich von oben runter durchwegs agil sein, sonst sind ja die Teams unten arme Schweine. Ja, vor allem musst du halt gucken, wie du die Bruchstelle behandelst, weil wenn das eine teilweise führen zum Beispiel das Ziel oder den Termin zum Beispiel sieht und das andere sieht halt einen Punkt der Langfristigkeit, ist halt die Frage, wie kriegst du es hin, dass wir uns bewusst sind mit den Clashpunkten, weil das ist das, was wir in vielen Projektmanagement-Umgebungen, also in vielen Digitalabteilungen haben wir das gehabt, da haben dann irgendwelche Berater sind reingegangen, haben die Leute angestachelt, zeigt den Neandertalern mal, wie sie digital sind und dann wird er hingelaufen, hier ist ein Telefon, Smartphone, so bedient man da, also schlimme Sachen sind da passiert und gleichzeitig waren denen aufgestellt, dass in den Digitalbereichen sie überhaupt nicht anschlussfähig waren zur Ausgangsorganisation und man da so einen Clash of Cultures mit so einer, also so vorausschaubar Menschenfachen das gemacht hat und ich möchte immer noch rausfinden, wer das in der Breite wiederkehrend als Blaupause auf Firmen draufgeschickt hat, weil kennt einer von euch eine funktionierende Digitalabteilung? Ich frage für einen Freund. Gabriel macht schon wieder komische Gesichtsausdrücke an der Stelle, er darf nicht reden, aber naja. Nee, ich kenne auch keine funktionierende. Ich frage auch für einen Freund, ich würde ihn auch kennenlernen. Ich würde ihn einen Podcast nehmen. Also wenn ihr jemanden habt, Kontakt herstellen. Also wieso, ich habe mir so einige mir auch aufgeschrieben, auch für später. Ich suche noch Leute, die ich halt, mit denen ich einen netten, fokussierten Diskurs führen kann, weil momentan geht es nicht darum, Agilität ist nicht für alles. Da hat Michaela vorhin völlig recht gehabt. Und es passiert so viel Scheiß damit. Das ist doch auch okay. Im Projektmensch passiert doch auch viel Scheiß. Aber es passieren halt auch gute Sachen. Also so gesehen. Chris, was machen wir jetzt? Du hast die Hände runtergemacht. Oder waren die das selber? Oder? Nee, Beate ist tatsächlich mittlerweile raus. Die kam leider nicht mehr zu Wort. Alle anderen haben ihre Hand runtergenommen. Oder hat den langen Text geschrieben? Nee, leider nicht. Antje hat noch einen Text, auf den wir nicht eingegangen sind. Das ist mindestens eine Sache, über die wir noch sprechen sollten. Ansonsten gerne auch weitere Kommentare. Antje, magst du den Punkt noch aufgreifen? Nee, oder ihn eigentlich ich glaube, es ist... Genau, es ist eigentlich schon mehr oder weniger mit Michaelas Ansichten und meine, glaube ich, sind sehr ähnlich und da hatten wir uns so ein bisschen ausgetauscht, aber wollten. Ja. Zu externen und Dienstleistern haben wir auch schon gesprochen. Habt ihr weitere Gedanken, Ergänzungen, Meinungen? Ich habe eigentlich nur eine Frage, die mich immer noch umtreibt. Wenn, also ich erlebe das in vielen Organisationen, wenn man Projekte startet und gerade kurz, also wie schafft man es? Ich habe ja meine drei Fragen im Angebot, ne? Die beschäftigen mich ja dummerweise noch immer. Pack sie nochmal an die Wand. Teil nochmal bitte. Dicht den Mund gehalten. Nee, den wollte ich nicht. Ne, egal. Vielleicht funktioniert der auch. Nee, dieses kaputt, warte. Kannst du nicht sowas von mir fragen? So. Kannst PDF auch mal aufmachen, so ist es nicht. Ja, es war ein harter Tag. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich heute zusammengekriegt habe, damit ich vorher noch Kinderbetreuung gemacht habe. Also die Welt ist zusammengebrochen. Mitarbeiter ist ausgefallen, den ich irgendwie ersetzen durfte. Kind krank habe ich gemacht. Dafür fand ich die Folien ganz gut. Ups. Nein, der eine Punkt ist, also wenn da vielleicht später, ich weiß nicht, ich habe heute auch nicht mehr so viel zu sagen, aber die Punkte beschäftigen mich halt immer noch. Es beschäftigt mich immer noch, wie wir Termine verhindern, dass ich Konformität habe. Es ist für mich immer noch der Punkt dabei, dass wenn Sachen, wie schaffen wir es, passende Rahmenbedingungen zu setzen, wenn wir beim Start unterwegs sind, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es ist ein befristetes Vorhaben, was ein Ziel verfolgt, dann haben wir trotzdem immer noch diese Phasen, wo die Leute, bis sie sich einspielen, das haben. Sagen wir im Punkt, aber ihr sollten wir uns eine Lernphase nehmen, aber das ist trotzdem die Frage, wie setzen wir Constraints, dass zum Beispiel das Umfeld das tatsächlich mitgeht und versteht, ist ein Punkt dabei, der mich immer noch auch über heute beschäftigt. Bei den Absurditäten haben wir, glaube ich, festgestellt, also wenn wir es schaffen, dass wir vom Ziel aus fragen, was wollen wir erreichen und bewusster bei den Methoden auf Stärken und Schwächen achten und sagen, was ist ein solides Vorgehen, habe ich jetzt zum Ende zumindest weniger Sorgen bei rausgehört. Aber bei den anderen Punkten, also das beschäftigt mich ja immer noch. Wollte ich noch sagen. Also ich glaube auch nicht, dass wir heute noch in 20 Minuten oder Viertelstunde zu einer Lösung kommen, aber wenn jemand noch Gedanken hat, dürft ihr mir gerne was schreiben. Das war so mein Punkt. Hat jemand Perspektiven, Antwortvorschläge, Beispiele aus der Erfahrung? Vielleicht zu den Deadlines und ihren Schattenseiten. Ich finde es gerade in so einer Dienstleisterstruktur lässt sich vor allem
eine ungecoachte Führungsebene unglaublich davon peitschen, irgendwelche Sachen zu erfüllen, die oftmals gar nicht so eng zu sehen sind. Also gerade auf Konzernstrukturen steht da erster, dritter drauf. Die sind aber intern selber davon, gehen die davon aus, dass das eh plus minus ein halbes Jahr ist. Also da muss man, wie Ralf es vorhin schon gesagt hat, als erstes mal die großen Probleme identifizieren, die offen kommunizieren, alles offenlegen und dann nochmal auch in das Gespräch gehen, wie kriegen wir das eigentlich alles übereinander? Und da finde ich, ist ganz oft, egal wie die Struktur ist, egal wie agil man sich nennt, da kommt immer wieder top-down durch und da wird so wenig hinterfragt aus meiner Erfahrung heraus. Und ob da Offenheit alles löst, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein verdammt schweres Thema. Ja, es ist ein super schweres Thema. Also ich finde das auch bei Agenturen, was du gerade gesagt hast, immer sehr spannend, weil viele Agenturen sehen sich als sehr agil an, aber tatsächlich ist es meistens halt aus, es ist nicht Kundenorientierung sehr häufig, sondern Kundengetriebenheit. Und gleichzeitig wünscht man sich, dass man nicht nur den Kunden hinterherhetzt und eine gewisse, also man möchte gerne als proaktiver Lösungsanbieter wahrgenommen werden, hat aber häufig aus der alten Kultur eine verdammte Schwierigkeit, sich dazu aufzustellen, weil du hast dann, in so einer Organisation hast du dann Beispiel Projektteams oder was auch immer an Teams an der Stelle, die dann pro Projekt hochgefahren werden. Du hast aber meistens aber auch eine Kultur geschaffen von Key-Accountern, die aus einem luftleeren Raum sich kultiviert haben, ich muss dem Kunden jetzt bestimmte Sachen versorgen und da sind dann meistens schon halt erstaunlich viele Eckpfeiler halt mit drin, bis dann halt die Teams losgehen. Und da ist dann halt die Schwierigkeit, wenn man gesprächsfähige Teams schaffen würde, dann könnten diese halt innerhalb kürzester Zeit dabei auch einen Eckpunkt setzen, wie man halt bessere Antworten gibt, teilweise auch mehr auch das Risiko als Dienstleister nehmen kann oder gestalten wirken kann. Aber ich nehme da halt in der Breite halt ein, für viele ist das halt, es ist halt eine Kultur und der Leidensdruck ist zum Beispiel für das Problem, wie man da immer reinläuft, auch gar nicht so groß. Deswegen, die meisten Agenturen, die ich kenne, stellen sich nicht als proaktiver Lösungsanbieter auf, sondern sagen, der Kunde hat gesagt, er hätte gern diese Struktur, wir fangen jetzt dabei an, ups, das ist schon wieder abgesprochen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass bei solchen Sachen man sich halt fragt, wenn ihr damit zufrieden seid, ist okay, aber wenn ihr euch dazu anpasst. Und ich finde, das ist halt, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ein konkretes Beispiel, wie ich mir in Projekten immer geholfen habe, diesen Mix aus Offenheit und Konformität, die ja dummerweise da ist. Also wir wollen manchmal dem Chef oder der Chefin gefallen oder wir müssen manchmal Folgendes einfach nur umsetzen, oder es ist vertraglich, wie du sagst, zugesichert, dass um die Konformität kommen wir nicht gänzlich drum rum. Nehmen wir eine klassische To-Do-Liste, wo normalerweise wer macht was bis wann drin steht, das um eine Spalte zu ergänzen, in der ein Warum oder Wozu oder Wofür drüber steht, um Richtung Offenheit mehr beizutragen und nicht nur so mach, Haken dran bis, sondern okay, jetzt mal die ganze Zeile, warum ich, warum bis dann, warum genau das und nichts anderes, diesen Dialog anzutriggern mit dieser Einspalte, warum oder wofür machen wir das? Mhm. Und damit alles, was mit der To-Do-Liste zu tun hat, mehr Richtung Offenheit, Dialog, miteinander zusammenarbeiten zu treiben, weil da diese Box da ist. Manuela sagt schön, diese Methoden und Tools werden uns nicht retten, aber sie können ja ein Vehikel sein, um den Blick auf den Faktor Mensch oder den Dialog zu fostern, also zu erzwingen oder zu unterstützen. Das wäre eine konkrete Möglichkeit, die ich sehen würde, um diese Schattenseite zu, nicht zu überwinden, aber zu bekämpfen. Ja, ich finde, also erstmal finde ich den Vorschlag, den du gerade gemacht hast, wenn du das so gemacht hast und sich bewählt hast, nehme ich das erstmal mit, weil ich den Weg relativ schön finde. Das, was mir halt häufig bei, wenn Leute sehr termingetrieben sind, noch immer wieder aus meiner Welt halt auffällt, dass ich mit Leuten sehr stark daran arbeite, was sagt das über unsere Struktur aus, wenn das Einzige ist, was hier was zum Ende bringt, dass wir sagen, bis dahin und basta. Weil das halt eben, wenn wir die ganzen Variablen hinter sind, halt einfach dadurch platt machen, dass wir sagen, und jetzt macht das bis dahin, dann richten wir halt einfach bei vielen Sachen unkontrolliert an, was dabei passiert, dafür, dass wir so viel Kontrolle haben wollten. Und für mich
ist der Punkt dabei, wenn, wie, also ich möchte ja sogar auf, also vielleicht auch von dem Punkt von Michaela, ich möchte ja zum Beispiel auch bei solchen Sachen, wo die, ich möchte viele der künstlich gemachten Deadlines zum Beispiel wegkriegen, weil ich die Sachen, die als Außenconstraints da sind, möchte ich ja in der Prominenz haben. Ich will ja nicht sagen, ja, aber Weihnachten darf da keiner hinschreiben, wir sind agil oder sowas und danach ist es wertlos. Natürlich will ich dann da stehen, dass da Weihnachten draufsteht, ist doch völlig klar, weil eine Woche später ist dann halt auch ein bisschen blöd. Ich habe gehört, Karnevalskostüme sollen jetzt im Rheinland auch ganz günstig sein. Das ist so der Punkt, wo ich dann halt drauf gucke, zu sagen, mit jeder Deadline, die man künstlich dahin schreibt, weil nur damit wird es fertig, verliert ja die Deadline, die wirklich relevant ist, an Relevanz. Und wir machen da halt ja im Grunde der Beliebigkeit mit. Deswegen finde ich das so spannend. Mhm. Ich würde auch noch. Okay, Entschuldigung, ich zeige auf. Da möchte ich doch noch was vom letzten Mal einbringen. Da hatten wir eine alte Methode, die ist Goal-Oriented Project Planning. Die kann man als Fitness-Check ganz am Anfang einsetzen und dann auf den Tisch bekommen, ja, was sind die Risiken? Wie kann man damit umgehen? Man kann auch so weit gehen, oder ist eigentlich Teil des Ansatzes, eine Workshop-Methode, um auch echt auf die verschiedenen Gruppen zuzuhören. Nicht die 100.000 Sachen, sondern nur das wirklich Wesentliche. Und darüber ist es in verschiedenen Szenarien gelungen, wichtige Dinge auf den Tisch zu bekommen und dann zusammen ein sogenanntes Solution Framework oder Logical Framework zu entwickeln, wo dann die Teilnehmer aus den verschiedenen Bereichen dahinter gestanden haben. Mhm. Ich muss der Fairness aber sagen, es klingt gut für mich, aber mein Mental Load ist I'm over. So gesehen muss ich es mir irgendwann nochmal angucken, was du gesagt hast, um es dann zu verstehen. Aber das hat nichts mit deinem zu tun, sondern eher mit der vorgezogenen Kinderbetreuung heute um 6. Das ist auch nicht ganz ohne. Das war eine ganze Session beim letzten Mal, die wir uns dazu gegönnt haben. Ich schicke dir gerne den Link. Die Querverbindung finde ich super. Ich würde da an der Stelle auch noch eben hinzufügen wollen, ich gehe da eher in Ralfs Richtung, dass da irgendwelche Key-Accounter mit dem Kunden gesprochen haben, keine Ahnung, irgendwas abgesprochen haben, hier Produkt, Software, Kundenanschluss ist bis zum 1.3. fertig. Und die entscheidenden Personen, die da irgendwie Einfluss drauf haben, dass das auch mal fertig wird, wurden halt niemals eingebunden. Und dann hast du da halt einfach eine Entscheidung, die da im Raum steht. Und dann heißt es, friss oder stirb. Und wenn du halt so eine Kultur aufgebaut hast, dann hast du halt wirklich ein Problem. Ja, aber das ist auch der Punkt dabei, wo es mir in agilen Methoden, und ich hoffe halt auch in vielen anderen darum geht, wie bauen wir Struktur auf, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch effektiv eingebunden werden, weil häufig ist die Nicht-Einbindung, diese kultivierte Nicht-Einbindung der Leute dabei aus purer Hilflosigkeit entstanden, dass man früher nicht gesprächsfähig war. Ja, genau, völlig richtig. Das ist, wie die Kulturänderung ist, wie kriege ich die rein? Wie kriege ich die Mitsprache? Weil manchmal löst das schon erstaunlich viele Probleme. Ich bin ein großer Fan im Agilen übrigens davon, dass ich sehr große Items von Teams oder auch von wem auch immer fordere, sehr früh zu schätzen. Weil ein Problem, was ich zum Beispiel gerade mit so IT-Leuten immer wieder habe, es gibt so zwei Antworten, wo man eigentlich am Anfang überhaupt nichts mit anfangen kann. Das sind die einen, die sagen, Ralf, bevor du meine 284 Fragen nicht beantwortet hast, kriegst du keine Aussage und dann sollst du nächste Woche irgendwas zusagen. Hilft dir nichts. Und dann hast du diese anderen Typen, die sagen, Ralf, passt schon. Und dann nach zwei Monaten später sagen sie, Ralf, dumme Entscheidung, hätte ich dir gleich sagen sollen. Und irgendwie gibt es diese zwei Pole bei den Leuten. Und das Problem, was ich dabei immer habe, ist, wie kriege ich die Leute dahin, dass wir zu den richtigen Sachen besser drüber sprechen können. Und eine Sache, die ich halt gerne mache, ist, agiles Schätzen wird so durch den Kakao gezogen bei vielen Sachen, aber was ich halt gerne mache, ist, dass ich das auf eine Einfachheit zurückführe von Relativität in Bezug, dass ich Leute frage, ja, ihr könnt nicht schätzen, habe ich verstanden, aber ich habe mal diese zwei Anforderungen, ich habe mal eine Frage, welches ist größer? Die Leute sagen einem, wenn man halt schätzen auf so eine ganz einfache Sache, welches ist größer zurück, die sagen mir, man kann wirklich nicht schätzen und jeder weiß, dass das größer ist, weil... Und der andere, was, wusste ich nicht, wie man dieses Gespräch antriggern kann. Also am Ende geht es mir darum, wie finde ich Werkzeuge, die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Gespräch bringen und das lösen. Und wenn die Intention bei euch damit hinter ist und viele Sachen da schief laufen, dann ist das doch eigentlich dieselbe Intention. Und ich glaube, wir haben da unterschiedliche Sorgen, die da halt einfach zusammenkommen, wo meine, wie gesagt, an einigen Prozesspunkten sind, die mir viel begegnet sind und eure wahrscheinlich auch an einigen Stellen nochmal die sind,
Wie gesagt, es passiert mit Agilität unglaublich viel Scheiß. Deswegen kann ich Michaelas Punkte an der Stelle, Ralf, das, was du da triggerst, ich kann da sowas von verstehen. Ich hau auf den Sachen, die ich da in der Praxis sehe, ich hau da sowas von drauf. Also, no offense, Ralf. Ne? Ich hoffe, nee, alles gut. Ich habe es ja auch scharf so gezogen. Aber, ich bin komplett bei dir. Aber da sehen wir doch mal wieder, es liegt wieder am Menschen. Und was hilft? Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Weißt du, das Ganze mit den Methoden... Ja, und Rahmenbedingungen dafür. Ja, aber die also wir brauchen halt, also das Problem ist, ich habe mal, damals, wo ich zur Schule ging, hatte ich eine Klassenlehrerin gehabt, wo wir über die Endzeit gesprochen hatten, die ja plötzlich sich vorne hinstellen sollte. Also ich hätte damals was dagegen getan. Die war halt eine gewesen, die hat sich überall nach dem Wind gedreht. Da muss ich sagen, Menschen sind geprägt durch das Umfeld. Und da ist halt der Punkt dabei auch immer der, wenn wir jetzt nur sagen, das liegt an den Personen, geht mir das zu wenig, zu weit, weil ich viele Leute gesehen habe, habe ich Leuten gesehen, denen wurde die Fähigkeit, sich zu organisieren, abgesprochen, die dann teilweise Kassenwart bei irgendeinem 300, was auch immer Leute Verein waren an der Stelle und da sonst was machen konnten. Und in der Firma hat man denen gesagt, also ich glaube, da kann ich meinen Schuh zubinden. Und da ist dann halt der Punkt dabei, wie schaffen wir Umgebung, dass die Leute dieses Talent dabei mit reinbringen können. Für mich halt ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen bin ich ja so ein Verfechter davon zu sagen, welche Rahmenbedingungen können da halt auch hinderlich sein, aber am Ende muss halt auch sichergestellt sein, dass es passt. Da bin ich komplett bei dir, aber das ist halt genau dieser Punkt, Methodik, sonst irgendwas in allen Ehren. Es geht um den Menschen, ja natürlich, es geht um den Mensch in seinem Umfeld, den Projektmanager in seiner natürlichen, es geht einfach wirklich darum, dass man da diese Klaviatur einfach auch beherrscht. Und auch den Zugang zu Menschen hat. Weil dann findest du nämlich raus, oh, warte mal, der Typ, wo wir denken, der kann sich noch nicht mal einen Schuh zubinden. Privat ist der aber mega fähig. Viele wissen das einfach nicht, weil sie nicht miteinander reden. Blöd gelaufen. Naja, ich habe letzte Anekdote von meiner Seite für heute, die ich reinbringen kann, ist, ich habe in der, ich glaube, ersten oder zweiten Umgebung, die ich ganz alleine begleitet habe, haben wir so zwei Scrum-Teams aufgebaut vor Ewigkeiten. Und da gab es so einen Typen drin, Namen lasse ich weg, der war so Kaliber Soziopath, also menschlich total inkompatibel. Und die waren jetzt, wollen wir agil arbeiten, länger zusammen, haben sich wirklich drei Wahlmöglichkeiten sehr explizit gefragt und wollten auch meine Meinung dazu wissen, obwohl ich den nicht kannte. Müssen wir den gehen lassen? Sollten wir den in ein Team reinsetzen? Sollten wir den ein Einzelbüro geben, dass er daran arbeitet? Sie haben ihn im Team drin gelassen und wir hatten relativ dieser Rahmen als Hilfe, dass sich was entwickelt. Und dann war ich irgendwann bei Sprint 102 im Review dabei und da gab es so einen Typen, so zurückgegelte Haare und haben so einen Showmaster, der da durchgeführt war. Das war der Soziopath, der vermeintliche. Und da meinte dann die Scrum Masterin zu mir, Ralf, der wird dir niemals sagen, aber diese Art und Weise, was wir dem für eine Umgebung gegeben haben, sich zu entwickeln, das war für ihn lebensverändernd. Aber trotzdem kann er dich deswegen immer noch nicht leiden. Weil er hat einen also es waren halt die Zonen an Komfort, waren dann halt auch weg. Aber trotzdem war es die für die Firma und später für ihn auch gut und so gesehen ist das auch alles okay. Aber das sind so. Das sind die schönen Geschichten. Ich finde, wir haben, also ich habe eine ganze Sammlung von ganz tollen, prägnanten Zitaten, die ich hier gesammelt habe, die ich euch dann auch im Nachhinein zur Verfügung stelle. Wir können auch feststellen, als wir die Frage beantwortet haben, ziemlich früh, wann Projekte Agilität brauchen, das fiel uns sehr einfach. Die andere Richtung war deutlich komplizierter, bis hin zu Axel, der sagte, die ist Quatsch, die Frage ist verkehrt und die war von mir auch provoziert, weil er sagt, es ist eine Strategie, die kann ich darauf anwenden, aber geht ja quasi nicht zurück, die Projekte auf diese Strategie anwenden. Vielleicht geht auch das, weiß ich nicht, ist eine Philosophiefrage, würde ich sagen, bis hin zum Faktor Mensch, wo ich natürlich immer sage, den in den Mittelpunkt stellen. Wenn allerdings Machtstrukturen uns Deadline demonstrieren, um diese Macht zu untermauern, dann wird es natürlich knifflig. Ganz viele tolle Aspekte, auch Beispiele, die eine These stützen, die Antje und ich von Anfang an hatten, auch als wir die Community schon gegründet haben. Das sind keine zwei Welten, Agilität und Projektmanagement. Das wird sehr gerne so stilisiert. So verkauft sich es auch besser, wenn man das als zwei Welten darstellt. Das ist eigentlich eine, die oft künstlich getrennt wird. Das ist natürlich jetzt eine sehr pauschale Zusammenfassung, doch viele Argumente laufen genau in die Richtung und es widerspricht sich überhaupt nicht. Also wann auch immer wir jetzt jemanden sagen hören,
Wir machen ja hybrides Projektmanagement. Wir wenden agile Strategien auf unsere Projekte an. Müsste funktionieren. Ich habe auch ganz oft schon als Gegenwind bekommen, Hybrid geht nicht, das ist Quatsch, das gibt's nicht. Die Zahlen haben uns ja auch schon belegt, da muss was dran sein. Die Zahlen haben dir aber gesagt, dass es vor allem viel gemacht hat. Da stand nicht dran, wie erfolgreich es war, weil der Punkt, der mir immer wichtig ist bei hybriden Sachen ist, ich hätte am gerne mit was auch immer wir da haben, und das kann ja auch durchaus mehrere Sachen verbinden, aber ich hätte gerne eine konsequente Aufstellung. Und wenn der Punkt dabei ist, agil, also wo ich mit den PMI-Leuten gesprochen hatte, agil geht, der Punkt für einen hybriden Projektmanagement-Kurs war, agil geht uns zu weit, deswegen wollen wir denen mal so einen Kompromiss anbieten. Und wenn man halt reingeht, das Ziel ist ein Kompromiss, dann wird es für mich halt relativ übel, weil die Frage ist immer, was wollen wir erreichen, wie stellen wir uns auf? Und dann kannst du eine klassische Struktur zum Beispiel drumherum geben, agile Inseln und tralala, das ist ja auch okay. Aber dieser Punkt, der Kompromiss als Ziel ist für mich dann so, ja. Ja, war ja auch ein Argument. Wenn der Kompromiss dann auch nicht durchgängig ist, wird es ja noch schlimmer. Also wenn dann jede Ebene oder diese Inseln jeweils was anderes machen und es an den Schnittstellen gar nicht mehr zusammenpasst. Und die Schnittstellen hören ja, und das haben wir auch diskutiert, nicht bei meiner eigenen Organisation auf. Wir haben Dienstleister, wir haben Lieferanten, Partnerunternehmen, wie auch immer wir die nennen wollen, außerhalb unserer Organisationen, dann wird es ja nicht leichter. Aber das ist der Punkt für Projekte, wo man sie braucht tatsächlich. Also der Punkt, wenn ich eine Struktur habe, in der ich keine komplett selbstlernende Organisation aufbauen kann. Das heißt zum Beispiel mehrere Partner, die zusammenkommen, wo sie aus der Temporärheit oder dem, dass es Partner gibt mit unterschiedlichen Interessen und es darüber nicht die Möglichkeit gibt, eine Steuerungsstruktur zu schaffen, dann brauche ich ein koordinierendes Mittel, was das Ganze zusammenhält. Ansonsten wird es schlimm enden. Boah, ich lasse es super gerne als letzten Satz dastehen. Starke These, starke Aussage. Meine Erfahrung deckt sich damit. Danke an alle, die auch bis zum Ende geblieben sind. Danke für die Beteiligung. Und Zusammenfassung folgt, inklusive Videomitschnitt. Cool, ich kriege nicht mal, welche Zitate ich mache. Das finde ich so cool. Ja, werfe ich dir dann um die Ohren, kannst du auf deine Webseite packen. Mache ich Glückskekse. Ne? Also nächste Präsentation, genau, oder für die Glückskekssammlung. Vielen lieben Dank, schönen Abend an alle und bis zum nächsten Mal. Der Termin steht noch nicht, aber es kann sehr gut sein, dass wir uns unterhalten über, was machen wir mit AI, KI in Projekten, wie können wir die nutzen, einsetzen für Effizienz oder was auch immer uns damit vorschwebt. Heiß diskutiert hinter der Bühne. Bis zum nächsten Mal. Danke euch allen. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.